Wir möchten alle recht herzlich begrüßen. Die große Zuschauerschar zeigt uns, dass wir mit dem Thema wohl auf einen interessanten Bereich auch für Genealogen gestoßen sind. Vor einiger Zeit gab es die ersten Diskussionen bei uns auf Diskurs und Blogbeiträge und was kann man mit ChatGPT eigentlich auch im Bereich der Genealogie machen? Unser Mitglied Hermann Hartenthaler, der heute Abend auch referieren wird, hat sich da mal ein bisschen spezieller eingearbeitet und wir sind gespannt, was für uns Genealogen diese Maschine zu bieten hat und was wir unterm Strich davon profitieren und vielleicht auch, wo man aufpassen muss, wo Fallstricke sind, wo Fake News zu erwarten sind und so weiter. Wir freuen uns und sind gespannt. Hermann, du darfst loslegen. Besten Dank, Horst. Ihr seht jetzt den PowerPoint-Folie. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele heute Abend Zeit gefunden haben. Ich freue mich auch riesig über dieses spannende Thema, ChatGPT in der Genealogie mit praktischen Beispielen sprechen zu dürfen. Es ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Umbruch, der da stattfindet. Ende letzten Jahres gab es in der KI einen auch von Experten unerwarteten Durchbruch. Und das wird uns alle in sehr vielen Gebieten unseres Lebens betreffen. Und es ergeben sich auch völlig neue Möglichkeiten für die Ahnen- und Familienforschung. Und darüber will ich heute berichten. Ein besonderes Highlight ist bei dieser ganzen KI-Thematik ChatGPT. Das ist eine KI-Anwendung, die von der Firma OpenAI entwickelt worden ist. Solche KI-Systeme können große Mengen an Daten automatisch durchsuchen. Sie können Muster identifizieren, Dinge, die für die menschliche Analyse zu aufwendig wären. Das kann die Arbeit von uns Genealogen erleichtern, kann sie effizienter machen und es kann uns ermöglichen, Dinge in Angriff zu nehmen, die in der Vergangenheit gar nicht denkbar waren, dass wir sie in Angriff nehmen. In den nächsten Minuten werden wir uns gemeinsam anschauen, wie KIs und speziell eben ChatGPT das Feld der Genealogie revolutionieren können. Wir werden nicht nur ein wenig Theorie behandeln, sondern auch praktische Beispiele in Live-Demos durchgehen. Wir werden Alternativen zu ChatGPT besprechen, einen Blick in die Zukunft werfen und aber natürlich auch die Risiken und Herausforderungen diskutieren, die mit dem Einsatz von KI in der Ahnenforschung und vielleicht auch darüber hinaus verbunden sind. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und ich freue mich auf eine tolle Diskussion am Ende dieses Vortrages. Also lasst uns loslegen. Übrigens, diese Einleitung in den Vortrag stammt von ChatGPT. Will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hermann Hartenthaler. Ich bin 1957 geboren, bin Diplomphysiker, bin Mitglied im Verein für Computergenealogie und bei Familia Austria und auch bei Icarus for All. Meine Forschungsaktivitäten im genealogischen Bereich liegen vor allem in Baden-Württemberg und Österreich, wo meine Vorfahren herkommen. Ich habe eine eigene genealogische Webseite, ahnen-hartenthaler.eu, die auf dem Genealogieprogramm WebTrees basiert und ich entwickle auch für dieses Programm selber Erweiterungsmodule. Und ich nutze neben WebTrees eine ganze Reihe von diesen Weltbäumen, also Wikitree, Genie und Family Search, Family Tree. Und ich habe jetzt hier bei den verwendeten Genealogieprogrammen das Hilfsprogramm ChatGPT einfach mal frecherweise schon mal dazu geschrieben. Und ihr könnt hoffentlich nach dem Ende meines Vortrages beurteilen, ob ChatGPT tatsächlich ein genealogisches Hilfsprogramm sein kann oder eher nicht. Die Geschichte von KI beginnt bereits 1956. Damals wurde der Begriff geprägt durch John McCarthy.
Der hat damals einen Forschungsantrag gestellt und hat diesen Begriff, natürlich auf Englisch in dem Fall, Artificial Intelligence, als erster verwendet. Die neueste Definition zu KI stammt von der EU und ich finde die ziemlich gut gelungen. Die EU definiert, künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Das ist also der Kern, um den sich dieses Thema künstliche Intelligenz dreht. Meine eigene erste Begegnung mit künstlicher Intelligenz war das Programm ELIZA. Das war ein Meilenstein in der künstlichen Intelligenz, einer der ersten. ELIZA wurde 1966 von Josef Weizenbaum vorgestellt. Das ist ein in Berlin geborener, aber weitgehend in den USA tätiger Informatiker gewesen. Er hat dieses Programm entwickelt, das im Prinzip relativ einfach mit einem Menschen kommuniziert, Fragen entgegennimmt und offene Rückfragen stellt. Übrigens seht ihr unten, wie ich mit Josef Weizenbaum, über etwas mehr als 7 Ecken verwandt bin, also schon ein bisschen kompliziert, aber auch das war natürlich mal spannend für mich rauszufinden. Aber das geht noch ohne künstliche Intelligenz. Die ELIZA war also eigentlich der Prototyp für alles, was wir heute Chatbots nennen. Man konnte mit ihm sprechen und ich habe selber 1975 oder 76 diesen ersten Kontakt gehabt. Ich bin damals auf ein Basic-Programm gestoßen, also eine sehr alte Programmiersprache. Und damals musste ich einen Fernschreiber verwenden, um mit diesem Programm zu kommunizieren. Ich konnte das Programm auch selber umprogrammieren. Das ist ein relativ kurzes Programm mit, 350 Zeilen Programmcode, also gar nicht groß. Und das Programm lief auf einem Telefunken-Großrechner an der Universität Freiburg. Ich selber war damals noch Schüler, konnte aber da mit diesem Programm schon arbeiten. Und um jetzt euch so ein Beispiel zu geben, wie sowas aussieht, man sagt dem Programm zum Beispiel, ich habe Probleme mit meinem Vater. Das wäre jetzt meine Eingabe. Und das Programm ELIZA antwortet dann, erzählen Sie mehr über Ihre Familie. Das heißt, das Programm hat einige Schlüsselwörter wie eben Vater und triggert dann da drauf und stellt dann eine offene Frage. Und die offene Frage führt dazu, dass man dann eben sagt, das Problem mit meiner Familie ist und so. Und dann ist da wieder irgendein Stichwort drin und dann kommt wieder eine offene Frage zurück. Das ist eine typische Therapiestrategie auch. Und es gab durchaus Berichte damals, wo Leute sich mit dieser künstlichen Intelligenz ELIZA, obwohl sie sehr, sehr primitiv war, länger unterhalten haben und sich da hinterher auch besser dabei gefühlt haben. Und das führte dann aber dazu, dass Josef Weizenbaum sich von dieser ganzen Thematik ziemlich erschreckt war und ein großer Kritiker auch dieser künstlichen Intelligenzaktivitäten geworden ist. Nach diesem ersten Meilenstein, wo man so ein bisschen gesehen hat, wie so ein Chat mit einer künstlichen Intelligenz aussehen könnte, kam aber ein fast 50-jähriger KI-Winter. Das heißt, es ist nicht so sehr viel geschehen. Man hatte damals die Hoffnung, dass Computer sehr schnell, sehr intelligent werden würden, aber da ist nicht viel passiert. Es gab bei den Spielen durchaus Fortschritte. Also das Programm, das Schach spielt, gab es relativ früh erste Ansätze. Und irgendwann gab es dann eben auch ein Computerprogramm, was den Schachweltmeister geschlagen hat. Das war aber nur relativ wenig Intelligenz. Da war einfach die Rechenleistung eines Computers ausschlaggebend, dass dann eben diese Maschine sehr viele Stellungen im Schachspiel berechnen konnte und gewonnen hat. Deutlich anders war das mit dem Spiel Go. Das ist noch gar nicht so lange her, dass Programme so gut spielen wie die Weltklasse der Go-Spieler. Dort ist man anders vorgegangen. Man hat ein Go-Programm
im Prinzip nur die Regeln des Spieles. Das ist irgendwie eine Handvoll von einfachen Regeln beigebracht und hat dann diese Go-Maschine gegen sich selber spielen lassen. Und die Go-Maschine hat Millionen und Abermillionen Spiele gegen sich selbst gespielt und hat dabei gelernt, welche Strategie gut ist, um ein Go-Spiel zu gewinnen. Und ist so eben aufgestiegen bis in die Weltklasse der Go-Spieler. Also ein deutlich anderer Ansatz. Da hat man schon gesehen, was der Einsatz von solchen neuronalen Netzen, auf denen das basiert, bringen kann. Ich habe einen zweiten Versuch nochmal mit künstlicher Intelligenz selber gemacht. Ich habe einen intelligenten persönlichen Assistenten entwickelt, der hieß James. Das war 2015 im Zuge meiner Heimautomation. Und James arbeitet eigentlich so ähnlich wie damals Eliza. Das heißt, es reagiert auf Stichwörter, kann dann Fragen stellen. Das Ganze ist ein bisschen eleganter. Man kann da ziemlich schnell größeren Wortschatz auch dahinterlegen. Also James kann dann aber auch auf externe Daten zugreifen. Also er weiß, wie das Wetter ist. James kann das Licht und die Heizung in meiner Wohnung steuern. James kennt die Wasser- und Stromrechnungen der letzten Jahre. Er kann ein bisschen rechnen, kann Smalltalk machen, ist aber im Prinzip immer noch eigentlich eine Reaktion auf irgendwelche Eingaben, basierend auf zu erkannten Mustern. Die Welt hat sich aber im November letzten Jahres stark geändert. Auch für viele Experten völlig überraschend. Als ChatGPT vorgestellt und öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Dieses Programm stößt in neue, unbekannte Regionen des Universums vor, wo nie eine KI zuvor gewesen ist. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Spruch aus einem futuristischen Serie. Das ist also wirklich was völlig Neues. Was bedeuten die drei Buchstaben GPT in dem Namen des Programmes? Das ist Generative Pre-Trained Transformer, ein ziemlich technischer Begriff aus der KI-Theorie. Und ich will da jetzt eigentlich auch nicht im Detail auf diese ganzen Innereien einer KI eingehen, aber ich möchte im Folgenden doch die Grundzüge, und jetzt ist hier auf dieser Folie, die ChatGPT kennzeichnen, hier beschreiben. Das erste ist, dass diese KI auf einem neuronalen Netz basiert. Das ist also sowas Ähnliches wie die Neuronen in unserem Gehirn, die miteinander vernetzt sind und verschaltet sind. Dieses Modell wird verwendet und wird gefüttert mit vielen, vielen Texten. Das heißt, diese Trainingsphase läuft so ab, dass die Maschine ganz alleine Texte verarbeitet und gigantisch viele meint, also wirklich einen großen Teil dessen, was frei im Internet verfügbar ist, die komplette Wikipedia, alle Webseiten, die frei sind, viele Literatur wurde dort eingespeist, die entsprechend ausgewertet worden ist. Diese Maschine ist nicht nur in englischer Sprache, sondern in 20 verschiedenen menschlichen Sprachen trainiert worden. Sie ist auch in verschiedenen Programmiersprachen trainiert worden. Sie spricht eben auch GetCom, dieses Austauschformat, das wir in der Genealogie verwenden. Im Prinzip lernt diese KI so ähnlich wie wir Menschen. Das heißt, sie nimmt diese Worte und diese Worte formen dann Bahnen in diesem künstlichen Netz, das heißt verstärken Netzstrukturen und andere Netzstrukturen, die seltener bedient werden, werden wieder abgebaut. Aber alles, was in diesen Texten vorkommt, ist natürlich dann das, was diese KI auch ausmacht. Das heißt, wenn dort Vorurteile drin sind in den Texten, lernt die KI natürlich auch diese Vorurteile. Oder auch, es ist klar, dass alte weiße Männer, so wie ich, in diesen Texten der Welt häufiger vorkommen als anders aussehende Personen. Also wir sind überrepräsentiert. Das ist dann auch in dem, was die ChatGPT gelernt hat, natürlich auch so. Und das nennt man dann Bias. Das heißt, da gibt es eine systematische Verschiebung gegenüber der Realität
was die Bedeutung von manchen Dingen anbelangt. Da muss man also durchaus vorsichtig auch sein, das zu bewerten, was da dann rauskommt, weil das, was rauskommt, hängt davon ab, was man vorne reingesteckt hat. Wie läuft das jetzt im Prinzip? Das heißt, diese Wörter, habe ich gerade so gesagt, die Formen dieses Netz, das sind im Prinzip dann statistische Wahrscheinlichkeiten zu Mustern und zur Bedeutung dieser Wörter, die dort vorkommen. Das heißt, diese Wörter werden bei dem Lernen gruppiert, werden kategorisiert, die Bedeutungen formen sich raus, Wortfelder werden angelegt. Und es formt sich natürlich auch die Grammatik der jeweiligen Sprache raus. Das heißt, die KI lernt alles, was sie braucht, um mit Texten umzugehen und selber Texte zu erzeugen. Wichtig ist aber noch, die KI kann nicht zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden. Das heißt, sie hat nur das zur Verfügung, was in diesen Texten vorkam. Das heißt, wenn man die KI füttern würde mit Science-Fiction-Filmen und Texten, dann würde sie sich in dieser Welt nur auskennen. Wenn man sie mit Märchen füttern würde, würde die KI natürlich nur Märchen kennen. Und nur dadurch, dass man eben eine extrem breite Bandbreite an Texten zum Trainieren verwendet hat, gibt es überhaupt ein sinnvolles, halbwegs sinnvolles Modell, was sich da gebildet hat. Aber ChatGPT hat keinen Schulunterricht besucht. Also es hat auch keine wissenschaftliche Vorgehensweise erlernt. Es weiß nicht, was wirklich in der Realität wie funktioniert. Doch es ist schon erstaunlich, was dabei rauskommt. Zum Jahresanfang hat man versucht, ob ChatGPT das bayerische Abitur schaffen würde. Und damals ist ChatGPT glatt durchgefallen. Inzwischen ist aber eine neue Version erschienen, die Version 4 von ChatGPT. Die kann einiges mehr. Man kann sie auch erweitern durch Zusatzmodule. Und somit kann jetzt ChatGPT auch auf Wissen aus der Mathematik, aus der Biologie, der Chemie zugreifen. Und gerade kürzlich ist die neueste Version von ChatGPT 4 mit dem bayerischen Abitur 2023 konfrontiert worden und hat bestanden in Deutsch, Mathematik, Informatik, Ethik und Geschichte gab es durchweg die Noten 2- oder 2. Und damit hat also diese künstliche Intelligenz auf jeden Fall das Niveau, das in Bayern für einen Abiturienten gefordert wird. Es gibt auch einige Prüfungen, die man ChatGPT in den USA vorgelegt hat, die ins Jurastudium notwendig sind oder die Betriebswirte absolvieren müssen, um ihre Zertifikate zu bekommen. Und auch dort ist ChatGPT im Prinzip auf dem Niveau von guten Studenten heute. Trotzdem muss man vorsichtig sein. Das Wissen über die reale Welt, was durchaus fehlt, kann dazu führen, dass ChatGPT manchmal Dinge behauptet und davon sich gibt, die eben nicht mit der Realität übereinstimmen. Das Fachwort, was sich da durchgesetzt hat, ist, man sagt, die KI halluziniert. Sie denkt sich was aus, gibt es als Fakt aus, obwohl es gar nicht stimmt. Kann also zum Beispiel auch passieren, dass wenn man ChatGPT bittet, zu einer Aussage eine Quelle zu nennen, dann erfindet ChatGPT gegebenenfalls auch einfach mal schnell eine Quelle. Das sieht dann aus wie eine richtige Literatur-Zitatstelle, ist aber gegebenenfalls gar nicht existent. Man muss also immer prüfen, was die ChatGPT-Künstliche Intelligenz von sich gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die KI nicht im Detail belegen kann, wie sie zu einer konkreten Aussage eigentlich kommt. Das ist so ähnlich wie bei uns Menschen natürlich auch. Also auch wir können nicht immer sagen, wie wir zu einer Aussage kommen. Wir haben irgendwas irgendwann mal gelernt und sind der Meinung, dass das richtig ist. Aber das im Detail zu begründen, fällt auch uns ja manchmal schwierig. Eine KI, die auf so einem neuronalen Netz basiert, verhält sich generell also wie so eine Blackbox, in die man nicht reingucken kann.
Das ist also durchaus auch ein Problem, hinterher nachzuvollziehen, warum eigentlich diese Intelligenz das eine oder andere behauptet. Es gibt aber auch Beispiele, wie man da noch ein bisschen weiterkommen kann. Ich kenne da ein Beispiel, was ich hier kurz erzählen will. Man hat dort eine ganz spezielle künstliche Intelligenz basierend auf einem neuronalen Netz darauf trainiert, in vorgelegten Fotos Pferde zu erkennen und dann zusätzlich auch noch in dem Foto den Bereich zu markieren, der für die Entscheidung Pferd oder Nicht-Pferd verantwortlich war. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das heißt, man weiß dann hinterher tatsächlich, wie kam die künstliche Intelligenz zu ihrer Entscheidung Pferd. Man hat sich dann aber gewundert bei der Analyse, dass sehr häufig ein Bereich unten am Bildrand für die Entscheidung relevant war. Man hat sich dann gefragt, das Pferd ist meistens mittig irgendwo im Bild gewesen, was ging da vor? Und hat dann genauer hingeguckt und dann hat man gesehen, dass dort meistens die Bildquelle als Text eingeblendet war. Das heißt, da stand irgendwie Reitverein XYZ oder es stand Pferdesportverlag als Text auf dem Bild eingeblendet und die KI hat dann eben dieses Wort Pferd an dieser Stelle immer wieder erkannt und hat dann gesagt, wenn da Pferdesport draufsteht, dann wird da wohl auch ein Pferd auf dem Bild sein und hat das dann als Basis genommen. Also man kann sich da schon wundern, wie eben so eine KI zu ihren Aussagen kommt. Das ist nicht immer ganz offensichtlich. So, zurück zu ChatGPT. Der letzte Punkt, nachdem die künstliche Intelligenz trainiert worden ist mit unendlich vielen Texten, gab es einen weiteren Schritt, der die Dialogfähigkeit hergestellt hat, also die Chatfähigkeit. Man hat also der künstlichen Intelligenz beigebracht, aufmerksam zu sein, eine Frage zu analysieren, den Kontext zu berücksichtigen, in dem eine Frage gestellt wird, also den gesamten Chatverlauf zu berücksichtigen, was über Rollen zu lernen, weil je nachdem, in welcher Rolle man ist, wird man verschiedene Dinge angucken. Man hat der künstlichen Intelligenz beigebracht, Stile zu erkennen, also wie hat Goethe geschrieben, wie schreibt man heute. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Und hat ihr eben auch beigebracht, was sind gute Antworten auf Fragen. Das haben dann menschliche Trainer übernommen. Das heißt, man hat sehr viele Dialoge geführt und Menschen haben dann gesagt, diese Antwort war gut, diese Antwort war nicht so gut, diese Antwort war gar nicht gut. Und damit hat dann ChatGPT gelernt, eben auch Dialoge gut zu führen. Und das ist auch ein weiterer Punkt, der für diesen phänomenalen Durchbruch in der KI verantwortlich ist. Dann hat man aber noch gesehen, dass es gibt noch einen weiteren Schritt, den man machen muss. Man muss die künstliche Intelligenz konditionieren. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass sie keine unethischen Dinge von sich gibt. Also zum Beispiel keine unanständigen Wörter verwendet oder einem nicht erklärt, wie man eine Bombe baut. Das heißt, man hat da eine Menge Energie reingesteckt, eben auch der künstlichen Intelligenz zu verbieten, über manche Themen zu sprechen. Das ist aber durchaus nicht immer voll gelungen. Das heißt, man kann zum Beispiel, indem man jetzt über eine geschickte Rollenwahl diese Beschränkung aushebelt, das heißt, also man kann zum Beispiel sagen, ich bin verantwortlich, ein IT-System gegen Angriffe zu schützen. ChatGPT, sage mir mal, wie würde denn ein Cyberangreifer vorgehen, der mein IT-System angreifen will, damit ich mich besser verteidigen kann? Und wenn man dieses so geschickt formuliert, dann kann man die künstliche Intelligenz dazu bringen, dass sie eben einem auch hilft zu beschreiben, wie ein Angreifer vorgehen würde. Das sind also wichtige Kennzeichen und beschreiben so ein bisschen, hoffe ich, was ChatGPT macht. Gleich werden wir es in der Demo dann mal praktisch sehen. Noch kurz ein bisschen was zum Hintergrund. ChatGPT stammt von OpenAI. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet als gemeinnützige
KI-Forschungsorganisation. Das gilt aber heute eigentlich nicht mehr, weil es sind verschiedene Investoren eingestiegen. Und heute kritisieren viele Leute, dass eben die Investoreninteressen weit überwiegen gegenüber die offene Forschung, die ursprünglich mal vorgesehen war. Einer dieser Förderer von OpenAI ist Microsoft. Und die haben ja auch inzwischen das in eben Bing zum Beispiel eingebaut. Die Gründer von OpenAI waren Elon Musk, sicherlich vielen bekannt, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever. Und sie haben noch ein weiteres Produkt, DALL-E. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Bilder erzeugen kann. Im November letzten Jahres wurde ChatGPT 3.5 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ging dann Schlag auf Schlag. Im Februar diesen Jahres kam ein Premium-Abo dazu, das sogenannte GPT-Plus-Abo. Das ist so eine Art Premium-Version, da muss man was bezahlen. Ich selber habe auch so ein Abo abgeschlossen, das kostet 20 Euro im Monat und kann dann ein bisschen auf mehr Funktionen zugreifen. Das ist inzwischen auch wichtig, weil es gibt eben den Nachfolger ChatGPT 4, den man dann auswählen kann. Man kann auch Erweiterungsmodule von Drittherstellern aktivieren mit dem Plus-Abo und kann dadurch eben auch weitere Funktionen einbauen in ChatGPT, die dann zum Beispiel auf das persönliche Mail-System zugreifen können oder auf Google Documents, wo man Dokumente hinterlegt. Man kann dann auf Webseiten zugreifen oder auf Hotel- und Flugverfügbarkeiten. Man kann auch Code, den ChatGPT programmiert, dann direkt innerhalb des Programmes ausführen lassen. Das sind also alle Dinge, die deutlich weitergehen, als dass wir die ersten Versionen hatten. Was bedeutet es aber jetzt für unser Thema Genealogie? Ein großer Teil der Quellen, den wir ja nutzen, um unsere Ahnen und unsere Familien zu erforschen, basiert auf schriftlichen Übermittlungen oder kann in solche auch transferiert werden. Und die Verarbeitung dieser schriftlichen Quellen, das ist die Paradedisziplin von ChatGPT. Man kann also dieses Werkzeug verwenden, um Texte jeglicher Art effizient zu analysieren. In der Live-Demo werde ich darauf gleich eingehen. Und aus meiner Sicht sind die erzielbaren Effizienzsteigerungen also mindestens ein oder zwei Größenordnungen. Das heißt, was bisher viele Jahre gedauert hätte, kann man jetzt in Monaten schaffen. Was bisher Wochen gedauert hat, kann man jetzt in wenigen Stunden realisieren. Und das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied und ermöglicht es, Dinge in Angriff zu nehmen, die wir vorher eben nicht in Angriff genommen hätten. Aber gucken wir es uns am besten dann gleich an. Bevor wir zur Demo kommen, noch kurz Bemerkungen über Alternativen. Es gibt nicht nur ChatGPT. Ich habe gerade schon gesagt, Microsoft hat das auch in Bing modifiziert, eingebaut. Es gibt inzwischen eine weitere künstliche Intelligenz von Google. Google ist in diesem Gebiet seit vielen, vielen Jahren tätig und war bisher führend. Dort gibt es die KI BART, die ist im Moment in der EU gesperrt. Man muss also mit einem VPN-Tunnel ins Ausland sich bewegen übers Internet, kann dann darauf zugreifen. BART spricht im Moment kein Deutsch, also man muss sich auch in Englisch mit ihm unterhalten. Aber all das, was ich gleich zeigen werde mit ChatGPT, kann BART eigentlich ziemlich gleich, bis auf einen wesentlichen Unterschied. BART kann kein GetCom erzeugen, also es versucht es ein bisschen, aber das ist fundamental falsch und fehlerhaft und absolut nicht nutzbar. Das heißt also, GetCom ist noch kein Thema für BART. Es gibt eine völlig andere künstliche Intelligenz, die heißt Wolfram Alpha. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine künstliche Intelligenz, der Wissen beigebracht worden ist. Das heißt, Wolfram Alpha ist stark in Mathematik, kann Kurvendiskussionen, Integralrechnung, höhere Mathematik, alles, was sich um Mathematik dreht, kennt aber auch ganz viele Daten in der Biologie, in der Chemie, kann also wirklich Weltwissen bereitstellen. Und es gibt von Wolfram Alpha inzwischen ein Plugin für ChatGPT, sodass man eben auch das dann dort mit einbauen kann. Und es gibt eine ganze breite Welt von Open-Source-Anwendungen für künstliche Intelligenz. Also man kann sich da auch selber solche Maschinen aufbauen und einsetzen. Allerdings, das Training
von einer künstlichen Intelligenz, so wie es bei ChatGPT gelaufen ist. Das ist extrem aufwendig, braucht riesige Rechnerkapazitäten, braucht sehr viel Geld. Also da sprechen wir über viele, 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 viele Millionen Euro, die es braucht, bis eine künstliche Intelligenz trainiert worden ist. Das ist aber natürlich dann ein Problem für andere Nutzer, die auf Open Source aufsetzen wollen. So, aber jetzt wollen wir uns mal ein bisschen was angucken. Ich habe vorgesehen, dass wir einmal einen unstrukturierten Text analysieren. Das heißt, einen Schreibmaschinentext in eine Tabelle umwandeln und hinterher in GetCom umwandeln. Ich will ein bisschen was zeigen über, wie kann man Excel-Daten nach GetCom transferieren und auch, wie kann man den umgekehrten Weg gehen von GetCom nach ChatGPT. Ich schalte jetzt hier mal um. Und wir sind jetzt in ChatGPT. Ich mache nochmal hier einen neuen Chat auf. So, wir haben hier die Auswahl durch das Plus-Abo, was ich habe. Kann ich ChatGPT 3.5 und 4 wählen? Ich bleibe jetzt erstmal bei ChatGPT 3.5 und öffne mal noch ein Word-Dokument. Und zwar habe ich die Biografie meines Großvaters hergenommen. Der hat mit Schreibmaschine seine Biografie vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Ich habe einfach mal die erste Seite aus der Biografie abfotografiert. Insgesamt sind da 80 Seiten vorhanden. Und da kommen natürlich irgendwo in dem Text seiner Biografie auch immer mal wieder Personen vor. Hier zum Beispiel Franz, den die Mutter ledig in die Ehe mitgebracht hat und die weiteren Geschwister. Und meine Idee war es jetzt, ChatGPT zu verwenden, diesen Text auszuwerten und die Stellen zu finden, wo Personen vorkommen und die dann entsprechend aufzunehmen. Dazu habe ich dann dieses Foto erstmal mit einer anderen künstlichen Intelligenz, Transcribus, digitalisieren lassen, also in Text verwandeln lassen. Da kam dann der folgende Text hier raus. Da sind noch Trennfugen drin, Nachkommen. Das ist irgendwo hier oben ganz am Anfang, wenn ich nochmal aufs Bild zurückgehe. Also er hat hier natürlich immer getrennt, meine Nachkommen und so weiter. Das passt natürlich nicht so ganz. Dann sind natürlich auch Rechtschreibereformen drüber gegangen. Das ist heute nicht mehr ominös, war ein Tippfehler. Das heißt, ich habe diesen Text jetzt erstmal genommen und das machen wir jetzt auch. Ich kopiere mir den hier mal gerade. Also so wie er von der Transcribus transkribiert worden ist. So, und jetzt gehen wir in ChatGPT. Und der erste Schritt ist, dass ich gerne diesen Text ein bisschen kletten lassen möchte. Das heißt, ich habe mir hier ein paar Prompts vorbereitet. Und der erste ist dieser hier. Bitte redigiere den folgenden OCR-Text, in dem du Rechtschreibfehler korrigierst und die Silbentrennfugen entfernst. Erweitere Abkürzungen, korrigiere die Interpunktion, füge nichts hinzu und lasse nichts weg. Das ist dieser Warnhinweis. Halluziniere bitte nicht. Erstelle zusätzlich ein Protokoll der vorgenommenen Änderungen. So, und jetzt mache ich hier mit der nächsten Zeile, füge ich den gesamten Text gleich ein, den ich gerade in die Zwischenablage kopiert habe. Das, was Sie hier machen, das ist übrigens ein Prompt, so der Fachbegriff. Das heißt, das ist die Aufforderung an ChatGPT, etwas zu tun. Tu was, nämlich überarbeite den Text. Wie genau sollst du es tun? Was sind die Randbedingungen? Und was will ich hinterher sehen? Also ich will nicht nur den Text sehen, sondern auch noch ein Protokoll sehen. So, und dann kopiere ich das hier rein und schickt das ab. So. Jetzt haben wir den Text der ersten Seite hier drin und ChatGPT überarbeitet jetzt nun diesen Text. Das heißt, man findet jetzt, dass das hier zum Beispiel ist jetzt eben mit 2S geschrieben, die Trennfugen sind raus, die Rechtschreibfehler sind behoben. Jetzt haben wir also eine Basis, er ist noch nicht ganz fertig. Ich kann sagen, mach weiter mit dem Erzeugen.
Dann fügt er jetzt noch den Rest hier noch dran. Und wir kriegen Protokoll der Änderung. Also er hat ein paar Worte geändert, hat eben diese Trennfugen rausgenommen. Das heißt, man kann es auch nochmal kontrollieren, ob da tatsächlich nicht irgendwas passiert ist, was man nicht haben möchte. Gut, Zeit, den nächsten Prompt anzuwenden. Dazu nehme ich jetzt hier den nächsten. Hier, jetzt. Bitte erstelle aus dem korrigierten Text eine erste Tabelle mit den wichtigsten Daten und Fakten. Die Spalten sollen sein, wer, wann, was. Bitte verwende nur den vorliegenden Text. Erstelle zusätzlich eine zweite Tabelle mit allen vorkommenden Personen. Gib dabei das Verhältnis zum Ich-Erzähler an und die Eigenschaft oder das Ereignis, das genannt wird. Also man muss schon relativ genau formulieren, natürlich, was man haben will. Wenn man nicht weiß, was man will, dann kriegt man natürlich auch nichts. Jetzt geht es relativ fix. Er macht also die erste Tabelle, genau mit den Spalten, wie wir sie wollten, wer, wann, was. Der Ich-Erzähler ist eben mein Großvater. Wann ist er geboren? Seine Eltern? Was war der Vater? Wie hat er gearbeitet? Was waren die Geschwister? Dann kommt da noch irgendein Oberlehrer vor und der Kaiser Franz Josef kommt auch noch im Satz vor, weil er sein 60-jähriges Regierungsjubiläum da gefeiert hat. Die zweite Tabelle ist dann schon eher für uns Genealogen so ein bisschen passender. Also wer ist welche Person? Franz ist der Bruder, Maria ist die Schwester. Das heißt, das ist schon ein bisschen eher, wie wir so eine Tabelle mit Personen kennen. Der Hinweis noch von ChatGPT, im vorliegenden Text sind keine weiteren Personen oder ihre Beziehung zum Ich-Erzähler genannt. Das ist ein bisschen dünn, das ist klar, aber für die erste Seite dachte ich mal, ist das mal ein guter Einstieg. So, jetzt wollen wir das aber gleich ein bisschen weitermachen. So. Ich mache das also jetzt tatsächlich so, wie man es auch im normalen Ablauf macht. Das heißt, man fängt irgendwie an, nähert sich der Thematik und verfeinert das dann immer wieder ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht gleich das fertige Endergebnis, den besten Prompt hier einfach ausspeichern und dann kommt natürlich was Gutes raus, sondern ein bisschen auch zeigen, wie man sich da so schrittweise rantastet. Also ich sage jetzt, bitte erstelle aus dem korrigierten Text eine Tabelle mit den wichtigsten Daten und Fakten. Die Spalten sollen sein, wer, Verhältnis zum Ich-Erzähler, wann, was. Bitte verwende nur den vorliegenden Text. So. Er baut jetzt eine schöne Tabelle wieder auf. Die ist es ein bisschen besser noch als die, die wir gerade hatten. Und jetzt kann man im nächsten Schritt dann entsprechend noch ein bisschen Zusatzinformationen geben. Also ich sage, der Ich-Erzähler heißt Rudolf Hartenthaler. Der Vater ist Josef Hartenthaler. Der Name war nämlich im Originaltext nicht genannt. Die Mutter ist Juliana Keplinger. Einfach so. Genau. Und automatisch nimmt er an, dass ich die Tabelle wieder neu sehen will, generiert die Tabelle wieder und hat jetzt aber die richtigen Namen hier schon drin. Das heißt, wir wissen schon ein bisschen mehr. Im nächsten Schritt gehen wir auf das weg. Verwende diese Tabelle, also ChatGPT weiß, was vorher im Dialog gelaufen ist. Und erstelle als Ahnenforscher, das ist die Rolle, daraus eine GetCom-Datei. Wenn man hier nicht schreibt als Ahnenforscher, sondern den Auftrag eben gibt, erstelle eine GetCom-Datei, dann würde er sich erstmal noch auslassen, was ist überhaupt GetCom, wozu kann man GetCom verwenden und so weiter. Wenn wir sagen, die Rolle ist Ahnenforscher, dann ist klar, dass man weiß, was GetCom ist und deswegen kann man das dann sofort hier natürlich loslegen, redet nicht groß drumherum, sondern er erzeugt eine entsprechende Tabelle, die eben hier GetCom-Format ist, mit Trailer, mit Kopf oben. Er sagt, bitte beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist, möglicherweise Informationen erforderlich sind, um den vollständigen Stammbaum korrekt darzustellen.
Verwenden Sie eine geeignete Genealogie-Software? Das ist alles relativ klar. Aber das sieht schon ziemlich gut aus. So, und was wir jetzt machen können, wir nehmen jetzt diesen Code, sozusagen Copy Code, und jetzt starte ich ein Notepad, weil ich brauche jetzt natürlich, ich habe es ja in der Zwischenablage, brauche jetzt aber natürlich eine Datei, Notepad, und mit Steuerung V füge ich jetzt die Getcom-Datei hier ein. So, dann kann ich sagen, Datei speichern. Und zwar lege ich die auf den Desktop am besten. Nenne sie mal biografie.get. Speichere sie ab. Man sieht hier auch, also Notepad kennt Getcom. Man sieht hier die Struktur gehighlightet. Das sieht alles schon ganz brauchbar aus. Jetzt gehe ich in WebTrees und öffne dort die Verwaltung und lege jetzt einen Stammbaum an. Das heißt, ich sage hier einen neuen Stammbaum erstellen. Den nennen wir mal Biografie. Und hier haben wir auch. Und sagen, erstelle einen leeren Stammbaum. Und dann importieren wir jetzt die Datei, die wir gerade angelegt haben, die auf dem Desktop liegt. Biografie get. Öffnen Sie und starten den Import. Jetzt ist importiert. Ich kann dann auch nochmal gucken, ob da irgendwelche Fehler drin sind. Da sind im Head, im Kopf, sind irgendwelche Fehlerchen gefunden worden. Das ist hier die Tech Corp, was wahrscheinlich für Corporation stehen soll. Aber eigentlich heißt es im Getcom Copyright und ist COPR. Das heißt, das sind zwei Buchstaben vertauscht. Aber das ist eine Kleinigkeit. Und im Submitter Satz sind irgendwelche Felder völlig uninteressant. Wir gucken uns jetzt die Biografie an. Hier also wieder in WebTrees auf die Seiten, wähle die Stammbäume aus. Hier habe ich gerade die Biografie, die wir gerade angelegt haben. Und schwuppdiwupp haben wir hier die Übersicht, Rudolf Hartenthaler, die Familie. Wir können hier draufgehen. Finden hier Rudolf Hartenthaler, Franz Hartenthaler, Maria Hartenthaler, Josef Hartenthaler als die Kinder. Ein Fehler ist drin, der Franz Hartenthaler ist hier als ehelicher Sohn eingetragen. Das stimmt aber nicht. Da hat ChatGPT einen Fehler gemacht und das kann ich gerne auch zeigen. Da ist etwas nicht richtig. Franz ist ein unehelicher Sohn. So, ChatGPT ist immer freundlich, wird sich gleich entschuldigen. Das Missverständnis, hier ist eine aktualisierte Version der Getcom-Datei, in der Franz als unehelicher Sohn gekennzeichnet ist. Und das kann man sich jetzt auch angucken. Wo ist der Franz?
Josef Juliana Franz. Franz ist jetzt... Oh, stimmt nicht. Also Franz immer noch als Hartenthaler. Das hat ChatGPT aber auch schon mal besser korrigiert. Das heißt, man müsste jetzt nochmal sagen, guck dir das nochmal genau an und ändere das. Dann würde tatsächlich auch entsprechend das korrigiert werden. Also das heißt, man muss auf solche Sachen dann schon achten und kann die dann eben sprachlich dann auch nochmal nachkorrigieren. Gegebenenfalls ist es natürlich aber auch leichter, das jetzt einfach dann in WebTrees im Ahnenforschungsprogramm umzusetzen. Gut, das war das erste Beispiel, was ich bringen wollte. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Zweites Beispiel, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Das war jetzt ja nur eine Seite. Man kann aber natürlich auch größere Dokumente bearbeiten lassen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein Buch, was ich mal angefangen habe zu schreiben, Ahnen- und Familienforschung am konkreten Beispiel. Dieses Buch hat, man sieht es hier oben, 142 Seiten. Und das wäre jetzt also sowas wie eine größere PDF-Dokument, eine Ortschronik oder irgend sowas. Wir suchen mal hier nach Heitenthaler. Ein Vorfahre von mir, Franz Heitenthaler, also der Name Hartenthaler ist verändert, dort vorgekommen. Den gibt es hier. Ich kann auf die Seite 78 auch springen. Da steht hier mitten in dem Text dann Franz Heitenthaler und Maria Anna Winterin. Mein vierfacher Urgroßvater taucht im Kirchenbuch nicht als Hartenthaler, sondern als Heitenthaler auf. Die Vorfahren lebten in Frankenmark in Oberösterreich. Er war als Schleifer tätig. Seine Frau war Maria Anna Winterin. Damals war es unter anderem in Österreich üblich, dass bei Frauen an den Nachnamen die Silbe in angehängt wurde. Ihr Vater hieß Winter, sie ist die Winterin. So, diese Information ist also jetzt hier verfügbar. Ja, jetzt möchte ich dieses PDF-Dokument gerne mit ChatGPT auswerten. Ich verwende dazu ChatGPT 4 und ein Plugin, und zwar das Plugin Ask Your PDF. Das braucht man jetzt, um eben PDF-Dokumente auswerten zu können. Wir holen uns jetzt einen entsprechenden Prompt, den ich ja schon vorbereitet habe. So, ich gebe dir hier die Adresse eines PDF-Dokumentes. Also man muss das im Moment irgendwo im Internet ablegen. Es gibt aber jetzt gerade eine Erweiterung, die demnächst kommt, wo man es dann auch direkt hier hochladen kann. Hier ist die Adresse. Bitte lies es. Ich habe gleich Fragen dazu. Also erstmal der erste Einstieg, einfach mal die Informationen hier bekannt zu geben. ChatGPT müsste jetzt erkennen, dass er das nicht selber aus Bordmitteln machen kann. Genau, er startet deswegen jetzt dieses Plugin using Ask Your PDF. Dieses Plugin greift jetzt auf die Webseite zu, liest das Dokument ein. Das sind ja ungefähr 140 Seiten in dem Dokument und analysiert praktisch in einem ersten Schritt die Informationen. Gibt es auch hier eine Antwort? Ich habe das Dokument gelesen. Man kriegt eine kurze Zusammenfassung, um was es in dem Dokument geht. Es gibt auch eine Kopie, hat sich eine Kopie davon gemacht. Man kann jetzt also mit diesem Dokument eben arbeiten. Ich will jetzt die erste Frage dazu stellen. Wo in diesem Dokument kommt der Name Heitenthaler vor? Achte dabei auf die exakte Schreibweise des Namens. Den zweiten Satz habe ich dazugefügt, weil ich habe es vorher natürlich ohne mal ausprobiert gehabt. Und er geht davon aus, dass Heitenthaler gegebenenfalls ein Tippfehler sein könnte und dass es Hartenthaler heißen muss und findet natürlich dann in dem Dokument sehr viele Hartenthaler. Man muss ihn also jetzt explizit darauf hinweisen, ist kein Tippfehler. Achte genau drauf, so wie es geschrieben ist. Jetzt wird entsprechend natürlich das PDF-Dokument durchsucht. Das macht wiederum dieses Plugin Ask Your PDF, weil, wie gesagt, ChatGPT selber nicht darauf zugreifen kann.
Und jetzt kriegt man eine Information, dass der Name Heidenthaler an verschiedenen Stellen vorkommt. Er sagt hier die Seiten. Man kann also dann hinterher natürlich auch das kontrollieren. Das ist also, sagen wir mal, die Information, er hat auf jeden Fall was gefunden. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was er da genauer hat. Ich habe wieder einen nächsten Prompt vorbereitet. Welche Informationen sind zu diesen Personen bekannt? Erstelle eine Tabelle, die auch zeigt, wie die Personen miteinander verwandt sind. Das ist also so ähnlich natürlich, wie wir das ja zuvor auch gemacht haben, als wir die Biografie ausgewertet haben. Auch jetzt wird natürlich wieder das Plugin aktiviert. Und wir müssten jetzt, genau, es geht um Franz Heidenthaler und Maria Anna Winterin. Das sind eben meine Spitzenurahnen aus dieser Zweig, aus dem männlichen Zweig der Hartenthalers. Er weiß jetzt, das ist mein vierfacher Urgroßvater. Er war als Schleifer tätig. Das sind die Informationen, die in dem PDF-Dokument an der Stelle stehen. Die werden eins zu eins wörtlich zitiert. ChatGPT beschwert sich noch. Leider gibt es im Dokument keine weiteren Informationen. Aber okay, mehr steht halt nicht drin. Ich kann jetzt aber trotzdem natürlich da bitten, dass er daraus eine GetCom-Datei macht. Bitte erzeuge aus der Tabelle eine GetCom-Datei. Er hat ja gerade hier das tabellarisch aufgelistet und auch dieser Schritt er beschwert sich jetzt, dass er keine GetCom-Datei produzieren kann. Das ist aber natürlich gar nicht richtig. Schlägt mir jetzt noch vor, mit welchen Programmen ich das machen könnte. Erzeuge aus der Tabelle GetCom. Gut. Zeuge, das kann ich noch, das noch ein bisschen deutlicher sagen, als Ahnenforscher. Dann ist die Rolle klar, in der ich ChatGPT sehe. Und ich gehe davon aus, dass er das jetzt auch hinkriegt. Genau, er startet jetzt wieder die Code-Generierung, GetCom-Kopf der Datei. Dann kommen die beiden Personen, Franz Heidenthaler. Er hat erkannt, dass er männlich ist. Er hat das ungefähre Geburtsdatum abgeschätzt. Er hat den Ort angegeben, wo die Person geboren ist, den Beruf erkannt. Da stand ja nur Schleifer, aber GetGPT weiß, dass Schleifer eben ein Beruf sein kann. Und hat eben auch die Frau dazu angelegt und die Familie entsprechend hier auch generiert. So, ich kann jetzt also diesen Code hier kopieren. Dann gehe ich nach Notepad und füge den Code hier ein und speichere den jetzt auf dem Desktop ab. Und sage hier Desktop. Das nennen wir mal heidenthaler.get. Jetzt sehen wir auch wieder, dass Notepad++ erkannt hat, dass das eben GetCom ist und hat die entsprechenden Elemente farbig strukturiert. So, und um zu zeigen, dass es auch fehlerfreier Code ist, gehen wir wieder in WebTrees. Ich öffne dort die Verwaltung und lege einen neuen Stammbaum an. Einen Stammbaum erstellen. Den nennen wir Heidenthaler. Jetzt wird ein leerer Stammbaum angelegt.
Und ich kann hier jetzt importieren. Dazu wähle ich die Datei aus, die ich gerade auf den Desktop gelegt habe. Die ist hier ganz oben. Und sage importieren. Das ist passiert. Und ich kann jetzt auf die Auswahl der Stammbäume gehen und finde da hier den Stammbaum Heitenthaler. Und das sind jetzt genau die zwei Personen drin, die Familie Franz Hartenthaler, Maria Winterin. Ich kann mir das auch natürlich wieder in einem Diagramm angucken. Ist also völlig ohne irgendwelche Probleme importiert worden. Klappt fehlerfrei. Ah, nicht ganz. Hier ist irgendwas mit den Umlauten passiert. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, woran das genau liegt. Aber die Personen an sich sind angelegt und es ist ein geschätztes Heiratsdatum 1820 hier noch angegeben. Jetzt könnte man natürlich nacharbeiten. Man hat ja die Quelle genannt bekommen, auf welcher Seite in dem Dokument das genau steht. Und könnte jetzt natürlich aufgrund dieser Basis entsprechend dann nochmal das bearbeiten. Gut, kommen wir zum nächsten Versuch. Jetzt noch ein Beispiel für Nutzung von Excel. Es ist häufig so, dass man bereits Daten in Excel vorliegen hat. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Beispiel rausgesucht. Ich habe hier ein Adressbuch von 1939. Möchte das gerne auswerten. Ich gehe entsprechend hier dann auf die Informationen, die dazu vorliegen, weiß also dann den Hintergrund, weiß das Jahr, habe die wesentlichen Sachen und kann entsprechend dann natürlich auch hier dann suchen in diesem Adressbuch. Das ist ja digitalisiert worden bei CompGen. Die Informationen liegen alle da. Und was ich dann machen kann, ich kann eine Excel-Tabelle mir rausziehen. Ich habe jetzt in dem Fall gefragt nach allen Personen, die in dem Heimatort meiner Mutter geboren sind. Die sind also alle in Ennetach geboren. Hier ist die Adresse dann nochmal angegeben, also die historische Adresse natürlich von 1939. Es sind die Namen drin, es sind so Daten drin wie Senior, Junior, das Geschlecht ist drin. Man kann die Berufe teilweise, manchmal ist aber natürlich auch Witwe oder sowas angegeben, entsprechend diese Informationen rausholen. Und was man jetzt machen kann, wir nehmen einfach mal einen Teil dieser Tabelle, gehen wir jetzt hier bis zu dem Bauer vielleicht und gehen wir nach rechts bis zur Adresse und kopiere mir dieses raus, gehe in eine neue Tabelle, füge das dort ein und sage jetzt exportieren, damit ich es in ChatGPT reinkriege, exportiere ich das als CSV-Datei, also durch Komma getrennten Text. Dann haben wir Text, weil ChatGPT braucht natürlich in der Basisversion Text. Und wir speichern jetzt diese Informationen, die wir in der Excel haben, auch wieder auf dem Desktop. Und nennen die Ennetach Einwohner 1938 CSV. So. Und da sagt er, okay, nur dieses Tabellenblatt ist okay. Und dann gehe ich in den Browser, gehe auf den Desktop, finde dort hier diese Datei, die wir gerade angelegt haben, öffne die in Notepad. Notepad. So, und jetzt haben wir diese Tabelle. Und ich nehme die jetzt. Jetzt habe ich den Kopf aber der Tabelle nicht dabei. Mal gucken, was passiert. Und gehe jetzt wieder rüber nach ChatGPT. Mach einen neuen
Chat auf und verwende jetzt als neuen Tab das neue Prompt, eine Aufforderung, diese Tabelle als Getcom zu öffnen. Bitte erzeuge aus der Tabelle eine Getcom-Datei und da ist die Tabelle und kopiere die jetzt hier rein. So, ChatGPT macht sich jetzt an diese Tabelle ran. So, obwohl wir jetzt nichts gesagt haben über die Spalten, Überschriften und so weiter, hat er erkannt, dass Gebhard der Vorname ist, dass zwischen den Schrägstrichen der Nachname ist. Er hat das Geschlecht erkannt, er hat den Beruf erkannt, hat die richtige Angabe hier eingetragen, hat auch entsprechend hier den Junior zum Beispiel hier angelegt. Diese Information hat die Adresse in der Schweiz 119, ist der Straßenname hier angelegt. Also mit minimalsten Angaben ist ChatGPT in der Lage, aus so einer Tabelle entsprechende Angaben umzusetzen in eine Getcom-Datei. Die kann ich jetzt genauso wieder wie vorher kopieren, Notepad als Datei abspeichern in WebTrees wieder öffnen oder in beliebigen anderen Ahnenforschungsprogrammen. Also sehr, sehr einfach, sowas umzusetzen. Natürlich wird es aber in Wirklichkeit komplizierter aussehen. Hier waren jetzt ja nur aus dem Adressbuch Einzelpersonen. Wenn ich natürlich Familien habe, was sind die Kinder, was sind die Eltern, brauche ich diese Querverweise, dann wird es deutlich komplizierter und da muss man sich dann überlegen, ob man nicht so ein spezialisiertes Tool wie GetTool verwendet, was darauf geeicht ist, aus Excel-Tabellen Getcom zu erzeugen. Da ist man dann gegebenenfalls mit einem Spezialprogramm natürlich besser beraten und kann das auch deutlich nachvollziehbarer für große Datenmengen reproduzierbar machen, während das mit ChatGPT aus meiner Sicht gut geeignet ist, mal so ganz auf die Schnelle, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ich habe eine Tabelle, nimm die, kopiere die da rein, mach Getcom und habe schon dann die Basis für einen Stammbaum. Das ist hier sehr schnell, ist aber jetzt nicht so geeignet, riesige, komplexe Excel-Tabellen umzusetzen. Also da muss man vorsichtig sein. Letztes Beispiel, die umgekehrte Richtung. Das heißt, wir nehmen Getcom und machen daraus einen erzählenden Bericht. Dazu machen wir Folgendes. Wir gehen auf die Großmutter Juliana Keplinger. Achso, aber jetzt nicht in dem Baum, sondern in meinem richtigen Baum. So, das ist jetzt die Mutter meines Großvaters. Hier ist sie. Und ich will jetzt ein Stück Getcom erzeugen, was ich dann von ChatGPT in eine Biografie umwandeln lassen möchte. Dazu muss ich jetzt erstmal Getcom-Daten zusammenstellen, die ich gerne haben möchte. Dazu gibt es in WebTrees so einen Sammelbehälter. Ich kann jetzt also hier reingehen, sage, ich will Juliana Keplinger, ihre Ehemänner und ihre Kinder. Das ist also das, was in der Biografie auch auf der ersten Seite vorkam. Sage weiter, legt die da in den Sammelbehälter. Der legt da jetzt aber auch die ganzen Zusatzinformationen dann natürlich noch in den Sammelbehälter. Wir können uns das aber auch mal kurz angucken, wie das aussieht, damit man sieht, grafisch sieht, was da jetzt drin liegt im Sammelbehälter. Das ist also jetzt die Information, die im Sammelbehälter liegt. Das ist die Juliana Keplinger. Das hier ist mein Großvater, Rudolf. Das sind seine Eltern. Das ist der uneheliche
Bruder Franz mit einem unbekannten Vater und das sind die anderen Geschwister Maria und Josef, also das, was wir gerade auch schon hatten. So, und ich gehe jetzt in den Sammelbehälter und lösche erstmal noch alles, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nämlich eigentlich nur die Personen und die Familien. Wir brauchen keine Bilder, wir brauchen keine Orte, keine Notizen und keine Quellen. Also, Alt, genau umgekehrt. Ich will alle anderen löschen, aber die Personen und Familien erhalten. So. Jetzt sieht man, sind noch die Personen da, die Familien da. Und ich kann jetzt diesen Sammelbehälter, also über so ein Erweiterungsmodul, was hier in WebTrees verwendet wird gerade, ich kann dieses in der weiterführenden Aktion jetzt exportieren. Und das sagen wir als Get-Datei. So. Und weiter. Jetzt legt er hier eine entsprechende Datei an. Ich gehe hier rein. Hier ist diese Datei, die wir jetzt gerade 21.10 Uhr angelegt haben. Ich öffne die wieder mit Notepad. Da steht das ganze Get jetzt drin. Da sind also jetzt natürlich viel mehr Daten. Das ist ja mein realer, echter Stammbaum. Ich markiere, nehmen wir mal nur das ab den Personen und lassen den Kopf weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den Kopf auch mitnimmt, aber auf jeden Fall haben wir hier alles drin. Kopieren. Jetzt gehen wir wieder nach ChatGPT und sagen jetzt, dass wir gerne aus diesem eine Biografie haben wollen. Also nochmal einen Prompt suchen, damit es einfacher wird. So. Verfasse als Rudolf Hartenthaler deine Biografie in der Ich-Erzählform. Gehe auch auf deine Eltern und Geschwister ein. Also ich ordne jetzt die Rolle Rudolf Hartenthaler ChatGPT zu. Verwende die Angaben aus der folgenden GetCom-Datei und reichere sie mit geschichtlichen Daten an. Dann fügen wir jetzt hier die, was war das hier? So. Und jetzt kommt der Text von Rudolf Hartenthaler geschrieben. Also das ist jetzt seine Biografie basierend auf den GetCom-Daten. Ich bin Rudolf Hartenthaler, geboren am 23. Februar in Linz, Österreich. Die Adresse Kleinmünchen, einer Straße, die heute nicht mehr gibt, da sie dem Stahlwerk Linz weichen musste. Meine Mutter und so weiter. Mein Vater. Also hier auch. Er starb tragischerweise durch Selbstmord am 1. August 1932 in Linz. Das heißt, dieses tragischerweise ist natürlich jetzt was ChatGPT entsprechend dazu erfunden hat, sage ich mal. Das heißt, es kommen auch so Bewertungen mit rein. Nach meiner Pensionierung im Januar 1977 verbrachte ich meine restlichen Jahre in Frieden und starb in Linz. Nach meiner Kremation wurde meine Asche auf dem Urnenhain-Einweg 8 in beigesetzt. Meine Geschichte und meine Erinnerungen leben in den Zeilen dieser Biografie weiter. Das heißt, da ist natürlich jetzt auch so ein bisschen an kreativem Text dazugekommen. Man kann das jetzt noch einstellen, ob man davon mehr haben will, ob man davon weniger haben will. Das ist noch frei wählbar, soll aber jetzt mal so einen Eindruck geben. Man kann auch sagen, also mach noch ein bisschen mehr zur Geschichte der Zeit dazu. Das könnte man jetzt noch weiter vertiefen, aber ich will das hier eigentlich auch die praktische Demo beenden. Ich zeige nur noch ein Beispiel, was man natürlich auch machen kann. Man kann zum Beispiel auch
natürlichen ChatGPT zum Berechnen von Daten verwenden. Das heißt, ich kann sagen, berechne das julianische Datum für den 8. Juni 2023. Ich kann dann natürlich auch sagen, berechne mir, wenn ich weiß, jemand ist 34 Jahre, 3 Monate, 5 Tage alt geworden, wann ist er denn eigentlich geboren? Das heißt, ich kann das zum Rechnen verwenden. Er erklärt auch, wie er hier zu dem julianischen Datum kommt. Zeigt das hier sogar jetzt in einer Formel, die man noch kopieren kann. Also man kann da eine Menge machen, um jetzt auch so Hilfsprogramme, die es bisher in der Genealogie gab, entsprechend zu ersetzen. Man kann auch natürlich noch sowas machen. Zeige mir jetzt nochmal das Letzte, zeige mir in einem, achso, jetzt muss ich halt einen neuen Chat machen. Da kommt übrigens jetzt hier das Datum da unten auch ausgegeben. Machen ChatGPT-4 und sagen, ich will ein Plugin, was zeichnen kann. Das ist dieses hier. Das heißt Show Me. Und jetzt kann ich hier sagen, zeige mir ein Diagramm, wie ich mit einer Cousine verwandt bin. Wie immer auch noch hin. Tippfehler sind aber durchaus möglich, werden verziehen. So, das sollte jetzt dazu führen, genau, zeige mir ein Diagramm, ist das Signal für ChatGPT, das Plugin für das Diagramme zeichnen zu nutzen. Das wird jetzt verwendet und er erzeugt jetzt hier ein Diagramm. Ich gehe zu den Eltern, gehe zu deren Geschwistern, gehe zu deren Kindern. Dann bist du bei der Cousine. Man kann dieses Diagramm jetzt auch noch bearbeiten. Also kann da irgendwie noch Beschriftungen ändern und das dann wieder kopieren und direkt in eine Grafik, ein Programm verwenden. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein für den gesamten praktischen Teil. Und jetzt gehe ich noch schnell durch. Was kann man denn sonst noch mit KI-Anwendungen machen? Ich hatte schon gesagt, man kann alte Handschriften natürlich erkennen lassen. Das heißt, ich kann ChatGPT dann füttern mit dem, was aus zum Beispiel Transkribus rausgekommen ist. Das hat natürlich seine Grenzen. Für uns Menschen ist das Lesen in alten Handschriften schwierig. Das ist natürlich für eine künstliche Intelligenz umso mehr. Aber da geht auch schon einiges. Man kann natürlich künstliche Intelligenzen nutzen, um ganze Stammbäume aufbauen zu lassen. Family Search hat sowas gemacht. Die heißen Computer Generated Trees, CGTs. Da gibt es im Moment 6 Stammbäume, die zwischen 200.000 und 1,5 Millionen Personen beinhalten, die komplett aus Daten, aus Archivdaten erzeugt worden sind. Das heißt, dort ist eine künstliche Intelligenz eben drüber gegangen, hat diese Archivdaten bewertet und zusammengeführt, hat also gesagt, wenn ich dann Geburtseintrag habe und dann Sterbeeintrag, dann ist es dieselbe Person und das hängt so zusammen, das sind die Eltern. Das heißt, man hat zusammenhängende Stammbäume mit Hunderttausenden von Personen. Da ist zum Beispiel ein Stammbaum ist aus Italien, aus den Abruzzen. Da haben sie irgendwie besonders viele Quellen wohl gehabt. Und haben da einen riesigen Stammbaum aufgebaut. Das ist natürlich das, was wir Ahnenforscher machen, vollautomatisiert. Die Frage ist natürlich, stimmt das überall? Man muss eigentlich alles natürlich nachgehen und prüfen und verifizieren. Aber da geht schon was. Ganz anderes Gebiet ist das, was MyHeritage seit einigen Jahren anbietet. Das ist die Bearbeitung von Fotos mit künstlicher Intelligenz. Man kann da Schwarz-Weiß-Fotos, die verkratzt sind, aufbereiten lassen, dann wird Staub und Kratzer entfernt und die Bilder werden koloriert. Man kann die Bilder sogar animieren, kann die verstorbenen Toten wieder zum Leben erwecken, was reichlich gruselig ist. Das geht alles. Man kann natürlich auch Gesichtserkennung mit künstlicher Intelligenz betreiben. Wenn man alte Familienbilder hat und nicht weiß, wer da eigentlich drauf abgebildet ist, kann man versuchen, über eine künstliche Intelligenz sich da helfen zu lassen. Man kann auch mit künstlicher Intelligenz Sprache erzeugen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Tonbandaufzeichnung von meiner Oma.
Man kann einer künstlichen Intelligenz sagen, analysiere denn charakteristische Stimme und in dem Fall den schwäbischen Dialekt. Nimm diese Charakteristik und sprich mal die folgenden Texte. Und dann kann ich da sagen, mein lieber Enkel Hermann, ich freue mich, dich heute zu sehen. Und dann spricht meine Oma den Text, den ich ihr in den Mund lege. Vielleicht auch ein bisschen gruselig, aber spannend. Und man kann natürlich künstliche Intelligenz bei der Analyse von DNA-Daten einsetzen. Das ist eben auch Mustererkennung. Das ist wieder ein typisches Beispiel, was dann natürlich geht. Was kann man auch zukünftig machen? Spannend sicherlich auch persönliche Assistenten. Also ich kann natürlich Hintergrundinformationen preisgeben zu mir. Ich kann sowas wie Alexa und Siri nachbauen. Es gibt da einen Blogger, der das gezeigt hat. Der hat also praktisch sowas wie Alexa gebaut. Das nimmt gesprochene Sprache, gibt diese Sprache an ein System, was die in Text wandelt, nimmt den Text, gibt den an ChatGPT. ChatGPT antwortet auf die Frage. Und der Text, der von ChatGPT zurückkommt, wird wieder in gesprochene Sprache umgewandelt. Und dann habe ich praktisch ein Dialogsystem auf höchster, allerhöchster Ebene in gesprochener Sprache. Ich könnte diesem System natürlich dann auch meine persönlichen Daten preisgeben, wenn ich das will und wenn ich vielleicht das so mache, dass ich da selber die Kontrolle drüber habe. Und kann dann eben fragen, welche Cousinen haben in dem Monat Geburtstag oder wann ist eigentlich Großonkel Karl, der Bruder von Gustav, geboren. Das heißt, ich habe einen Assistenten, den ich auf die nächste Familienzusammenführung mitnehmen kann und natürlich dann dort jemanden habe, der zu allen Fragen gesprochen Auskunft geben kann. Wir könnten natürlich auch sowas machen, dass wir alle Artikel aus unserer Zeitschrift Computergenealogie nehmen und aus dem GenWiki alle Artikel und damit eine künstliche Intelligenz selber trainieren und haben dann ein Expertensystem, was zu allen Fragen, die bisher veröffentlicht worden sind in unserem Umfeld von CompGen, entsprechend Auskunft geben kann. Ein paar von den Risiken habe ich schon aufgezeigt. Hier mal kurz vielleicht auch für die Diskussion gleich noch eine Anregung. Es gibt im Moment natürlich auch entsprechende Warnhinweise. Es gibt Leute, die sich fürchten vor dieser neuen Technologie. Das Ende der Menschheit wird heraufbeschworen. Erstaunlicherweise insbesondere von den Leuten, die daran mitentwickelt haben. Und da kann man wieder vermuten, dass es vielleicht auch Marketing-Gag ist, um das Thema noch mehr in den Vordergrund zu pushen. Die rufen auch nach Regulierung, was auch kein Wunder ist, die bereits was haben. Schreien ganz laut nach Regulierung in der Hoffnung, dass man damit alle vom Markt verdrängt, die eben noch nicht so weit sind und sie als großen, bereits am Markt vorhandenen, dann mit der Regulierung besser zurechtkommen. Also viele offene Fragen. Die Datenschutzbeauftragten der Bundesrepublik, das ist dieser Brief hier rechts, haben gerade an OpenAI geschrieben, sich doch mal zur europäischen Datenschutzgrundverordnung zu äußern. Also da wird noch viel kommen. Man sollte keine vertraulichen Informationen natürlich an eine künstliche Intelligenz geben, keine Firmengeheimnisse dort einstellen, weil man weiß nicht, was mit diesen Informationen passiert. Die Anmeldedaten, die Daten, die man eingibt, landen alle irgendwie in den USA. Man weiß nicht, wer da Zugriff drauf haben wird. Es gibt auch noch offene Fragen beim Urheberrecht natürlich. Wem gehören eigentlich Informationen? Klar ist, das, was ChatGPT von sich gibt, ist erstmal frei. Nur Menschen können Urheberrechte geltend machen. Aber das ist natürlich zum Beispiel bei Bildern durchaus ein Problem. Das heißt, man kann eine andere künstliche Intelligenz bitten, mal mir ein Bild zu dem Thema ähnlich wie Van Gogh. Kein Problem, gibt es kein Urheberrecht. Wenn man aber die künstliche Intelligenz mit den Bildern eines noch lebenden Künstlers gefüttert hat und trainiert hat und sagt dann, mal mir mal ein Bild in dem Stil dieses lebenden Künstlers, dann hat er natürlich ein großes Interesse daran, dass solche Bilder nicht einfach kostenfrei verwendet werden und macht sein Urheberrecht geltend. Da gibt es auch entsprechende Klagen im Moment. Und man muss sich natürlich fragen, geht für uns als Ahnenforscher durch künstliche Intelligenz der Spaß bei der Ahnenforschung dann irgendwann verloren? Ich glaube es nicht. Ich denke, wir alle nutzen Tools und machen unsere Arbeit möglichst effizient. Das wird hier auch passieren.
Ich glaube, man kann ganz neue Kategorien von Dokumenten erschließen. Wir können plötzlich Gerichtsprotokolle auswerten, wo auf 100 Seiten vielleicht irgendwo mal verstreut irgendwas zu Personen vorkommt, die mich interessieren. Und dazwischen werden irgendwelche Streitigkeiten beschrieben, die mich überhaupt nicht interessieren. Das heißt, ich kann ChatGPT bitten, lies mal 500 Seiten Gerichtsprotokolle durch und sag mir die Stellen, wo eben was zu den Personen steht, die mich interessieren. Und wir werden weiterhin Qualitätssicherung betreiben müssen. Ich habe vorher gesagt, es gibt diese künstlich generierten Bäume. Irgendjemand muss sich da durchwühlen und gucken, ob das wirklich so stimmt, was da steht. Hier noch ein paar Hinweise, was an weiterführenden Informationen vorliegt. Das ist mal nur ein Einstieg. ChatGPT gibt es hier natürlich eine Webseite. Wenn Sie auf dieser Seite sind, die hier blau eingeblendet ist, rechts oben, gibt es den Anmelde-Button. Da muss man sich anmelden, muss entweder die E-Mail oder eine Telefonnummer angeben und kann dann kostenfrei das Programm nutzen. Wir haben im GenWiki eine Seite zu künstlicher Intelligenz, wo diese Anwendungen nochmal weiter genauer beschrieben sind, was man alles derzeit machen kann, zukünftig machen kann. Es gibt eine umfangreiche Diskussion bereits im Diskurssystem von CompGen. Dazu gibt es hier einen Link. Es gibt eine spannende Facebook-Gruppe, Genealogy and Artificial Intelligence auf Facebook. Es gibt einen Vortrag von James Tanner bei YouTube, der ganz aktuell ist, der sehr viele KIs vorstellt. Allerdings ChatGPT hat er anscheinend noch nicht so richtig ausprobiert. Da gibt es wenig zu. Und was man unbedingt lesen sollte, ist ein Bericht der Technikfolgeabschätzungsbehörde zu ChatGPT. Da ist ganz viel zu den Gefahren, zu den Auswirkungen, ganz viel Literatur, Hintergrundinformationen ist unbedingt zu lesen. Und hier einen Blogbeitrag hat es und das noch den Blogbeitrag von Felix Guffler. Der hat ein bisschen was geschrieben zu künstlicher Intelligenz in der Geschichtswissenschaft. Das ist bei Archivalia erschienen als Blogbeitrag. Liest sich ganz nett, schön geschrieben. Vorletzte Folie. Was könnte denn eine künstliche Intelligenz bei CompGen noch an Änderungen hervorbringen? Und da ist natürlich als erstes das Thema Adressbücher, Familienanzeigen, Totenzettel. Das sind solche strukturierten Informationen, oder unstrukturiert teilweise auch, die digitalisiert werden, derzeit von fleißigen Menschen erfasst werden. Man kann das aber natürlich auch einer künstlichen Intelligenz machen und vielleicht so ein DES-Version 2, Datenerfassungssystem Version 2, hervorbringen. Der Jesper hat sich das mal angeguckt, hat eine künstliche Intelligenz hergenommen, hat die mit einer Programmierschnittstelle versehen und war erstaunt und erfreut, dass diese also sowohl die Struktur auf der Seite erkennt, wo steht was, als auch dann zuordnen kann, dass, was weiß ich, Schuss in den linken Ellbogen eine Verletzung ist oder das Rudolfspital in Wien eben ein Krankenhaus ist und hat das dann entsprechend analysiert. Und das kann man jetzt natürlich weiterverwenden und die Erfassung erheblich schneller machen. Wir haben auch schon den ersten Vandalismusfall im GenWiki sind Seiten aufgetaucht, die ein Autor von einer künstlichen Intelligenz, wahrscheinlich ChatGPT, hat erstellen lassen. Der hat also zu zwei Themen sich dort einen Artikel schreiben lassen, einen Wiki-Artikel, hat dann auch gleich noch die passende Literatur dazu erfinden lassen, hat alles völlig ungeprüft, ohne nachzugucken, ob es die Literatur auch gibt, einfach ins GenWiki reinkopiert. Die Literatur gab es samt und sonders nicht. Es war alles erfunden und wir haben natürlich dann gleich Löschanträge gestellt und es ist wieder raus, aber wir brauchen irgendwas, wie wir damit umgehen. Also wir brauchen eigentlich eine KI-Strategie für CompGen. Wie geht man mit solchen Vandalismus-Sachen um? Welche Effizienzvorteile wollen wir nutzen? Wie macht man das am besten? Wie wollen wir künstliche Intelligenz im Verein am effizientesten nutzen? Jetzt aber ist Zeit für Diskussion. Ich will die Diskussion ja in vier Gruppen so ein bisschen gliedern und würde gerne anfangen mit den Fragen zur Präsentation und Verständnisfragen
um danach so ein bisschen Erfahrung abzufragen, die Bedeutung für die Genealogie zu diskutieren. Ich hoffe, ihr seid noch irgendwie mit dabei und würde jetzt gerne in die Diskussion einsteigen und freue mich auf eure Beiträge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören aber schon mal. Axel Koster hier aus Heilbronn. Frage, ist es nach wie vor so, dass das ChatGPT nur innerhalb des Chats etwas schreiben kann? Also es kann nicht direkt in eine außerhalb von ChatGPT bestehende Datei etwas hineinschreiben. Das muss man dann kopieren, richtig? Das ist für das Grundsystem richtig, aber es gibt inzwischen Plugins und da kann man durchaus viel mehr machen. Also man kann zum Beispiel eben dann eine Mail generieren lassen, also schreiben lassen von ChatGPT, eine Mail zu irgendeinem Thema und kann dann ChatGPT gleich bitten, das über Google Mail zum Beispiel rauszujagen. Das kann ist man das auch. Dann in der Bezahlversion ein ja, Plugin? Genau. Das ist in der Bezahlversion, da muss man Plugin aktivieren, Zapier heißt das. Da kann man dann aber auch Google Documents erstellen lassen, man kann Tabellen, Excel-Tabellen erstellen lassen, man kann mit anderen Plugins kann man Code, den ChatGPT erzeugt. Also man könnte zum Beispiel das Get.com direkt, das wir jetzt hatten, was ich jetzt kopieren musste über eine Datei, könnte man über eine Webservice-Schnittstelle direkt in ein Ahnenforschungsprogramm reinpacken. Was ich bis jetzt gemacht habe, ist, ich habe ChatGPT ein Programm schreiben lassen in Python, also Python, die Programmiersprache. Und das kann man also sagen, erreicht den Qualitätsstandard eines guten Hobbyprogrammierers. Also da empfiehlt sich dringend, kleine, überschaubare Programmanforderungen zu stellen. Sobald es größere, verschachtelte Programme werden, habe ich die Erfahrung gemacht, dann läuft es irgendwann auf 50, 60 Versuche raus und es ist immer noch nicht fehlerfrei und dann kann man es abbrechen. Also das führt dann nicht zu viel. Aber für kleine Programme, zum Beispiel durchsuche ein Unterverzeichnis und wandle alle Fotos, die im Format HEIC sind, in JPEG guter Qualität um. Sowas geht relativ gut dann, so ein kleines Hilfsprogramm zu bekommen, der einem dann so eine bestimmte Aufgabe erfüllt, die überschaubar ist. Ja. Was ich auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel Excel-Makros kann man sehr leicht erstellen lassen. Also Excel-Makros zu schreiben ist schon ein bisschen mühsam. Man muss genau aufpassen, muss ich da auskennen. Wenn man da das Problem beschreibt, ich habe die und die Tabelle, will das und das erreichen, dann macht ChatGPT einem ein Makro dazu und dann braucht man es nur reinkopieren und es klappt eigentlich immer richtig gut. Also ich habe auch schon ChatGPT ausprobiert, ein bisschen programmiert, in dem Fall mit C#, und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich funktioniert es, man muss halt viel korrigieren und vor allen Dingen prüfen. Und das Problem ist dann der Zeitaufwand. Da bin ich schneller, es ohne ChatGPT zu machen. Und dann ist es richtig. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie das dann so in der Genealogie so gut funktioniert. Ich bin da sehr skeptisch. Ja, klar. Das ist aber immer, wenn ich Werkzeuge einsetze, die Frage, bin ich schneller mit dem Werkzeug oder nutze ich lieber ein anderes Werkzeug, das besser ist? Ich denke, der Vorteil ist, wenn man unstrukturierte Texte hat, dann ist ChatGPT ideal geeignet. Da kenne ich keine anderen Werkzeuge. Anders sieht es aus, wenn ich natürlich, hatte ich aber auch gesagt, wenn ich schon strukturierte Daten habe, ich habe schon irgendwie ein Kirchenbuch in einer Excel-Tabelle vorliegen, da würde ich dann gegebenenfalls lieber andere Tools nehmen, um die dann umzusetzen. Aber das ist immer die Frage, bisschen Erfahrung, welches Werkzeug ist für was gut. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da sehr nützlich ist, wo man eine große Menge von gleichartigen Aufgaben erledigen will. Zum Beispiel bin ich dabei und arbeite an einem Bildarchiv fürs Stadtarchiv Laufen. Und da sind Tausende von Fotos existent. Und man kann zunächst einmal dann diese Fotos alle in eine Tabelle, eine Excel-Tabelle zum Beispiel, eintragen lassen, mit wie viel Pixel hoch, wie viel Pixel breit, wie heiß, wo liegt das Foto. Und hat damit mal, sage ich mal, eine Tabelle, wo man dann das Foto aufrufen kann und an eine Verschlagwortung zum Beispiel gehen, die man dann manuell machen muss. Ja.
Jedenfalls wüsste ich nicht, wie es mit ChatGPT geht. Aber wo man dann eben sehr viele Sachen einfach aus den Dateien schon automatisch rausziehen kann und damit schon mal eine Liste bekommt, mit der man zu arbeiten beginnen kann. Und das ist halt so ein, sonst sehr viel manuelle Arbeit, die ja sehr gut so zu erledigen ist. Ja, oder auch da, wo es kompliziert ist, Verbindungen herzustellen zum Beispiel. Gestern bin ich gefragt worden nach einem Problem. Da hat jemand ein Ahnenprogramm und hat da seine Vorfahren drin und ist auf der Suche nach berühmten Vorfahren. Das heißt, er hat bisher händisch in Wikipedia geguckt, ob er zu seinen Vorfahren irgendwelche Geschwister, Ehegatten, Cousinen findet, die in Wikipedia vorkommen. Das ist händisch natürlich eine mühsame Suchgeschichte. Ich habe das gestern Abend dann mal schnell gemacht, habe mir die Tabelle aus dem Ahnenforschungsprogramm einfach rauskopiert, auf der Bildschirmkopie den Text ChatGPT vorgeworfen, habe gesagt, schlag diese Person bei Wikipedia nach und guck, ob du dazu was findest. Und das war auf Anhieb erfolgreich. Das heißt, das geht es auch nur mit der Plus-Version. Aber dann wird Bing verwendet, wird die Wikipedia aufgesucht, wird über den Namen, Geburts- und Todesdatum nach passenden Einträgen gesucht und wenn was gefunden wird, wird es zurückgemeldet. Also zwei Systeme, die bisher schwierig zu koppeln sind, lassen sich plötzlich leicht miteinander abgleichen. Ne? Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Programmieren mit ChatGPT eingehen, weil jetzt hier schon zwei Personen sozusagen eher negative Erlebnisse berichtet haben. Ich habe gerade vor einer Woche einen Podcast gehört, wo jemand mal ein Programmierprojekt angegangen ist und etwas programmiert hat, etwas Größeres. Und zwar, es ging da um so eine sogenannte Twitter-Wall, also um so ein Stück Software, was quasi Twitter nach bestimmten Hashtags durchsucht und diese dann auf einer Webseite oder in einer Webanwendung darstellt. Und er hat diese Software inklusive grafischer Ausgabe und so weiter geschrieben, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben selber. Und hat das sehr ausführlich dokumentiert und hat das auch nochmal in einem Podcast verbal beschrieben, diesen Prozess. Ich glaube, also wir alle müssen einfach erst nochmal lernen, mit diesem Werkzeug auch entsprechend umzugehen. Und genau das ist es eben, ein Werkzeug, das unheimlich komplex und unheimlich vielseitig ist und das dessen Komplexität wir selber quasi noch gar nicht wirklich erfassen können und dessen Fähigkeiten. Und natürlich ist auch da genau dieses, was Hermann auch schon gezeigt und gemacht hat, dieses schrittweise Vorgehen, dieses geschickte Formulieren der Prompts und das Vorkonditionieren der AI durch gewisse Rollen oder durch gewisse Ansagen ist da ein ganz elementare Fähigkeit, die man auch erst mit der Zeit erlernen muss. Insofern würde ich sagen, die Möglichkeiten sind, glaube ich, sehr, sehr groß und ich finde es unheimlich spannend, was alles geht und was vielleicht noch gehen wird. Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte von ChatGPT natürlich gehört und habe dann auf einer längeren Zugfahrt ein bisschen rumgespielt und dachte, dass ich das irgendwie zum Textanalysieren verwenden kann und war völlig von den Socken, als es dann plötzlich gelang, der GetCom-Code zu erzeugen. Am Anfang noch ein bisschen holperig, aber inzwischen ist der GetCom-Code fehlerfrei und immer verwendbar. Das heißt, da tut sich wirklich eine Menge. Danke. Ist es denn möglich, auch altdeutsche Texte zu analysieren mit dem ChatGPT? Kann man das machen? Also ChatGPT kann keine handschriftlichen Texte erkennen. ChatGPT geht nur mit maschinenlesbarem Text um. Das heißt, man muss da eine andere künstliche Intelligenz, da gibt es verschiedene, Transkribus ist eben eine, vorschalten. Die kann tatsächlich aus auch altdeutschen Sütterlin-Schriften, noch ältere Schriften entsprechend
was erkennen. Natürlich nicht immer. Also wenn man sich so Kirchenbücher anguckt, wo irgendein Pfarrer gekrackelt und noch was an den Rand geschrieben hat und nochmal quer drüber, dann geht es natürlich auch für eine künstliche Intelligenz nicht leicht. Aber dann kann man eine andere künstliche Intelligenz vorschalten und kann das dann weitergeben. Also man könnte es natürlich auch wieder dieses Modell Plug-in könnte jetzt zum Beispiel bedeuten, man müsste nur ein Transkribus-Plugin für ChatGPT schreiben. Das ist kein Hexenwerk, das wird wahrscheinlich dann irgendwann kommen. Und dann geht das auch. Im Moment muss man halt als Mensch erst das eine Tool nehmen, dann den Text erkennen, dann den wieder in ChatGPT rein. Aber das wird irgendwann alles kommen, das ist eine Frage der Zeit. Ich bin irgendwie vielleicht so rübergekommen, als wenn ich das eher negativ sehen würde, die Programmiermöglichkeiten. Das ist nicht so, sondern wenn man nicht Programmierer ist und ich bin kein Programmierer, dann kann man eine Aufgabe, die komplex ist, glaube ich, nicht so formulieren, dass sie ChatGPT direkt umsetzen kann. Und bei Nachträgen verbaler Art wird es dann kompliziert und fehleranfällig. Deshalb meine Empfehlung, kleine Einzelprogramme zu machen, die einzelne Aufgaben lösen. Ja. Das ist auch für einen Amateur, sage ich mal, mit einer relativ guten Trefferquote in endlicher Zeit machbar. Und wenn man dann später geübter darin ist, kann man eventuell die Programme auch zusammenhängen, wenn das notwendig und sinnvoll ist. Ja. Aber sonst, der Erfolg ist wirklich relativ sensationell. Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man offene Fragen stellt, ChatGPT faselt dann was zusammen. Also ich habe mal nach einer Eisenbahnbrücke über den Neckar in Laufen gefragt. Die sollte dann nach 3-4 Nachbesserungen irgendwo zwischen Ilsfeld und Beilstein sein, wo der Neckar gar nicht fließt. Das war hanebüchen. Ja. Also da darf man sich nicht drauf verlassen, sondern es müssen prüfbare Fakten vorgegeben werden und daraus ein prüfbares Ergebnis kommen. Dann ist es gut. Ja. Ansonsten, wenn man denkt, der verrät einem alles, und glaubt das dann, das wird bitter. Ja, dann hat man sehr viel Schrott im Umlauf. Also die oberste Devise für ChatGPT ist immer was zu antworten, immer was Höfliches zu sagen. Wenn die Maschine nichts weiß, dann erfindet sie einfach, was gut klingt. Ja. Und das muss man merken. Sehr vorsichtig sein. Man muss also wirklich als Werkzeug halt verwenden und sagen, hier ist der Text, verwende genau den Text, mach mir da was draus. Oder hier ist das Problem, löse mir das. Aber nach irgendwelchen konkreten Dingen, die die reale Welt betreffen, sollte man vorsichtig sein beim Fragen. Kann mal stimmen, kann aber meistens auch nicht stimmen. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, über den Vandalismus, so hast du es genannt, im Genwiki. Da hat einer lustig Artikel von ChatGPT, also wahrscheinlich war ChatGPT, produzieren lassen. Er hat unter anderem das Goff erläutert. Die mussten wir natürlich ein bisschen einbremsen. Ich kann verstehen, dass die Leute die Anwendung praktisch auch ausprobieren wollen. Und wer das im GenWiki machen will, den verweise ich gerne auf den Sandkasten. Da kann er im Sandkasten, kann er wirklich rumwirtschaften. Nach einer Weile sollte der auch mal wieder entleert werden. Aber dort kann man seinem, ich sag mal, es ist ja auch so ein bisschen Spieltrieb mit dabei. Jetzt probiere ich aus, was kann der Teil? Das kann er dort machen und nicht ins Live-System reinstellen, sodass die Admins erstmal zusammenlaufen und fragen, was ist denn da jetzt passiert? Was machen wir damit? Na, wir löschen es. Also das ist relativ einfach. Die Qualitätssicherung im GenWiki funktioniert an der Stelle schon recht effektiv. Wir gehen aber auch auf den User zu, sodass wir sagen, probiert da und da aus. Also wie gesagt, wir haben auch diese Kategorie auf Diskurs. Wenn einer sagt, was mache ich jetzt, was fragt, was mache ich jetzt damit, da kriegt er eine Antwort oder er kriegt auch keine. Das Gebiet ist sehr frisch und alle haben erstmal zu tun, den ständig einprasselnden neuen Informationen zu folgen. Im Chat kam da gerade ein guter Hinweis noch. Wichtig wäre die Kennzeichnung von KI-Inhalten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, man kann es ja durchaus machen. ChatGPT kann auch gute Artikel im GenWiki verfassen. Keine Frage, dann sollte man die nehmen, soll den Inhalt prüfen,
soll die Dateien kopieren, aber sinnvollerweise natürlich irgendwie drunter schreiben, dieser Artikel ist von ChatGPT am so und so vielten in der Version so und so weiter erzeugt worden. Dann kann man das hinterher auch einschätzen. Also das Problem ist ja auch, jetzt wenn man es ganz groß betrachtet, es werden jetzt sehr viele Texte im Internet auftauchen, die von künstlichen Intelligenzen stammen. Irgendwann verwendet irgendjemand diese Texte, um wieder künstliche Intelligenzen zu trainieren. Das ist natürlich dann ein Kreislauf, der ganz ungesund ist, weil dann verstärken sich irgendwelche Dinge, die man gar nicht so verstärkt haben will. Das heißt, man muss da aufpassen und man sollte alle Bilder, die man erzeugen lässt, alle Texte, die man erzeugen lässt, entsprechend kennzeichnen, sodass man die dann rauslassen kann, wenn man irgendwann mal wieder Trainingsdaten für eine künstliche Intelligenz sucht. Ne? Also das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, gleich mal die Kennzeichnung. Dann hatte ich hier noch eine Frage gesehen im Chat. Wie kommt man vom Adressbuch in die Excel-Datei? Das hatte ich jetzt nicht so richtig gezeigt. Also wenn man auf den CompGen-Seiten im Adressbuch ist, kann man eine Suche machen. Ich habe zum Beispiel dort nach dem Ort Ennetach gesucht und habe mir alle Personen aus einem Adressbuch, die in diesem Ort wohnten, raus aufzeigen lassen. Dann kommt eine Tabelle, die hat irgendwie 190 Zeilen gehabt. Diese Tabelle kann man mit Copy-Paste einfach aus der Webseite von CompGen, aus der Adressbuchseite rauskopieren, in eine Excel reinkopieren. Und dann habe ich noch ein bisschen so geklettert, wenn irgendwelche Junior und also einmal als Jun und einmal als JR abgekürzt oder sowas. Da kann man also ein bisschen noch Fehler, die man so findet, systematisieren und kletten. Kann eben, was weiß ich, nach dem Beruf Witwe suchen und sagen, naja, Witwe ist jetzt kein Beruf, sondern irgendwie ein Stand, den die Person hatte zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten und dann habe ich die Tabelle einfach, also mit minimalster Nacharbeit, dann nach ChatGPT kopiert. Jetzt frage ich dann doch mal, was ich im Chat nur kurz angesprochen habe. Das kam nur ganz kurz vor. Wie kann man denn bei der DNA-Genealogie ChatGPT nutzen? Hast du das schon mal ausprobiert? Kann man sich da die Matches besser sortieren lassen oder was? Also hat das jemand ausprobiert? Ja, also ich selber habe da noch gar nichts mitgemacht. Ich glaube auch nicht, dass ChatGPT da das Richtige ist, sondern generell künstliche Intelligenzen. Da gibt es natürlich was. Also man kann ja gucken, wie bin ich mit anderen Leuten genetisch verwandt. Da gibt es dann immer so eine Übereinstimmung vom Stück DNA-Code. Man kann dann aber diese Personen auch clustern. Das heißt, welche anderen Personen sind wieder mit der Person nah verwandt, die an derselben Stelle eine Übereinstimmung haben und kriegt dann so ganze Gruppen von Personen, und kann dann gegebenenfalls darüber auch dann den Kontakt aufbauen. Also ein Problem bei, nach meiner Kenntnis, bei DNA ist halt immer, man hat da viele Daten, hat auch Treffer zu Personen, versucht die dann zu erreichen und dann antworten die nicht. Da ist es ganz hilfreich, wenn man dann solche Cluster bilden kann, weil dann erreicht man vielleicht einen aus dem Cluster und die sind dann alle untereinander nah verwandt. Also solche Mustererkennungssachen sind Paradedisziplinen von künstlichen Intelligenzen. Aber jetzt glaube ich nicht ChatGPT, da wüsste ich nicht, wie man sowas hinkriegen soll. Ja, MyHeritage hat ja dieses Clustering drin. Ja. Und das sind dann irgendwelche Algorithmen und aber eben teilweise auch künstliche Intelligenzen schon dahinter. Ja, oder vielleicht auch dieses Throughlines by Ancestry oder so. Aber das ist vielleicht sind das auch einfach nur Algorithmen. Da werden ja die Stammbauminformationen, so die genealogischen und die genetischen Informationen werden da sozusagen zusammengeführt. Aber das sind dann auch oft Vermutungen nur. Also man weiß dann natürlich auch nicht immer, was dahinter steckt. Also das sind natürlich Firmengeheimnisse der Firmen, die auch nicht so leicht preisgeben wollen. Also man weiß auch nicht, was bei Family Search zum Beispiel im Hintergrund alles schon läuft. Also wenn man ganz normal den Family Search, Family Tree aufbaut, kriegt man ja Quellen angeboten, die zu einer Person passen könnten und muss die dann zuordnen. Das ist ja Menschenaufgabe, aber wie die Maschine dahinter dazu kommt, einem genau diese Quelle anzubieten und eine andere Quelle nicht, ob das programmiert ist oder ob das auch künstliche Intelligenz ist,
weiß niemand so richtig, natürlich. Also ich zumindest weiß es nicht. Wir haben noch eine Frage im Chat. Kann man mit dem Plugin Diagramme auch Daten aus einer GitCom einlesen? Ähnlich wie bei WebTrees, die Verwandtschaftsbeziehung zwischen zwei Personen anzeigt, aber eben als Diagramm. Also ich habe das ja vorher kurz gezeigt, wie man anzeigen kann, wie bin ich mit einer Cousine verwandt. Das geht. Man könnte da sicherlich jetzt auch aus einer, wenn man irgendwie so einen Pfad hat, von wie komme ich von mir zu dem angeheirateten Großonkel meiner Frau. Sowas kann man natürlich textuell darstellen und kann sich das dann auch visualisieren lassen. Ein Problem ist so ein bisschen, also ChatGPT kennt eigentlich nur die Verwandtschaftsbezeichnung im Englischen richtig gut. Also Großonkel zum Beispiel musste ich schon erklären, was das ist. Cousine zweiten Grades, wenn man sowas formuliert, ist dann immer die Bedeutung, wie sie im Englischen verwendet wird. Das ist ja ganz anders, als wir das machen. Also da sind noch Probleme, da ist die Maschine nicht gut genug trainiert worden auf Verwandtschaftsbezeichnungen. Es wurde noch konkretisiert, also das Verhältnis zum Spitzenahn. Also die Fragestellerin hätte ganz gerne Diagramm Spitzenahn bis zu ihr in ihrem Diagramm. Das Problem ist, also ich muss es ja genau beschreiben. Wenn ich die Verbindung von mir zu meinem Spitzenahn in Text in einem Prompt genau beschrieben habe, dann habe ich so viel Arbeit da reingesteckt, diese Anfrage zu stellen. Dann habe ich es wahrscheinlich in PowerPoint oder in Visio oder in einem Zeichenprogramm auch längst gemalt. Oder ich nehme lieber ein Genealogieprogramm dafür. Also wenn das Formulieren des Promptes schwieriger ist als das Lösen mit einem anderen Werkzeug, dann nehme ich ein anderes Werkzeug. Ich muss nicht ChatGPT für Sachen nehmen, die da drin schwer gehen. Also klar geht's mal, aber das würde ich nicht machen. Also ja, man kann Diagramme erzeugen, aber man muss eben sagen, was in dem Diagramm wo wie stehen soll. Ich habe mir gerade jetzt mal noch ein bisschen durchgeguckt, wie es mit dem Datenschutz aussieht. Ich habe ChatGPT jetzt noch nicht verwendet. Es scheint standardmäßig zumindest mal so zu sein, dass sich OpenAI alle Rechte nimmt, erstmal die Eingaben standardmäßig zu verarbeiten und auch selber dann wieder die Intelligenz dann wieder zumindest mal weiterzuentwickeln und mit den Daten alles Mögliche zu machen, was man da so eingibt. Ja, da muss man natürlich dann wahrscheinlich auch vorsichtig sein, dass man da keine lebenden Personen mal zumindest eingibt, nicht, dass dann irgendwie jetzt, ich gebe jetzt die Daten von meinem Bruder ein oder was und dann fragt irgendjemand, wer ist der Bruder von Hermann Hartenthaler oder was und dann kommt da die Ergebnisse raus. Genau. Das wäre natürlich nicht schön, ne? Wenn ja. Das so wäre. Ja. Also de facto ist es wohl noch nicht vorgekommen, dass da irgendwas Vertrauliches nach draußen gedrungen ist. Aber du hast völlig recht, die Rechte liegen eindeutig bei OpenAI. Die dürfen alles verwenden. Das heißt, man sollte tatsächlich keine vertraulichen Daten von irgendwelchen Personen eingeben. Man sollte keine Firmengeheimnisse, Strategien. Also es gibt wohl Leute, die sich die Firmenstrategie von ChatGPT schreiben lassen. Das ist im höchsten Grade fahrlässig und mit dem europäischen Datenschutzrecht natürlich sowieso alles nicht vereinbar. Aber das sollte einem schon der Selbstschutz nahelegen, dass man da vorsichtig ist. Ne? Also man kann ja anonymisieren. Ich kann ja, wenn ich irgendeine Frage habe, natürlich sagen, mal irgendwie neutrale Person und dann tausche ich es hinterher wieder aus. Aber man muss da sehr vorsichtig sein und die Maschine ist intelligent. Also wenn ich ihr vorher gesagt habe, mein Name ist Hermann Hartenthaler, und dann mache ich irgendwas anderes in dem Chat und komme dann wieder, mein Bruder ist, dann weiß die natürlich, wer ist und wie das zusammenhängt. Also alles, was man sagt, ist öffentlich verfügbar im Prinzip. Die Maschine lernt auch darüber weiter. Du hast eine Bewertungsmöglichkeit. Du hast Daumen hoch, Daumen runter. Wie zufrieden warst du mit der Antwort?
Also von daher gehe davon aus, dass dieser Gebrauch der Maschine sie ständig weiterentwickelt. Ja, in dem Zusammenhang wollte ich auch anmerken, es gibt ja auch eine andere Form von künstlicher Intelligenzanwendung, die gibt es schon länger, und zwar ist das die Verschriftlichung von gesprochener Sprache. Und wenn man da natürlich dann Texte reingibt, die, also zum Beispiel Interviews zur Familiengeschichte oder so, und da kommen lebende Personen drin vor, also da sollte man sich auch Gedanken machen, wo man das hintut. Also ich habe persönlich sehr viel Erfahrung aus beruflichen Gründen mit der Verschriftlichung von gesprochener Sprache. Das geht inzwischen wirklich sehr gut, abgesehen von der Interpunktion. Also was mir immer wichtig ist, ist eben, wo der Punkt ist, wo die Stimme nach unten geht. Das können die nicht, aber sonst stimmt eigentlich sehr viel. Und bei Dialekten kommt drauf an. Aber da sollte man eben auch dran denken, dass diese Texte auch irgendwo dann rumliegen. Ja, also es gibt auch Leute, die tatsächlich Besprechungen, also geschäftliche Besprechungen aufzeichnen, dann nach Text umwandeln lassen, das an ChatGPT geben und sich ein Protokoll oder eine Zusammenfassung des Meetings schreiben lassen. Super bequem, funktioniert einwandfrei. ChatGPT hat ein gutes Gespür dafür, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Also weil das Umsetzen von Sprache in Text hilft einem ja nicht hinterher, das Protokoll, da sind so viele belanglose Sätze dann dazwischen, dass man das rausfindet, wo sind eigentlich die Entscheidungen getroffen worden und muss so viel Text lesen, das ist auch nicht gut. Aber wenn man ChatGPT dahinter schaltet, kriegt man eine tolle Zusammenfassung. Aber eben, das sollten eigentlich vertrauliche Informationen sein und bleiben. Das ist eigentlich keine gute Anwendung. Kleiner Einwand, ChatGPT hat kein Gespür, der Algorithmus ist so trainiert. Man macht es automatisch, ja. Das hat auch neulich schon mal jemand kritisiert. ChatGPT denkt nicht. Nein, es ist ein Automatismus, der aus Wörtern gelernt hat und weiß, wie man Wörter hintereinander packt und welche Wörter sinnvoll hintereinander kommen. Er hat Mustererkennung. Er erkennt in diesem Protokoll zum Beispiel das Muster, was er braucht, um da draußen, oder aus diesem Meeting, das Muster, was er braucht, um da draußen ein anderes Muster herzustellen, nämlich ein Protokoll. Das ist eigentlich Mustererkennung, ist, glaube ich, das Zentrale. Ja. Und dann ist es halt so ähnlich wie den Textkorrektur-Algorithmus, den wir auch von unseren Smartphones haben. Wenn ich da anfange, ein Wort zu tippen, dann wird eben das Wort richtig fortgesetzt oder ich muss noch nicht mal angefangen haben, wenn ich sage, herzliche Glückwünsche, dann kommt automatisch zum Geburtstag als nächster Vorschlag, weil das halt einfach das Häufigste ist. Das ist im Prinzip nichts anderes, nur auf einer etwas simpleren Ebene. Ja, oder Outlook hat doch diese automatischen Antworten in E-Mails schon. Ne? Wenn einer zum Beispiel fragt, irgendwie, hast du dann und dann Zeit? Und dann kommt schon als automatische, ja, habe ich nicht. Oder ja, gerne. Oder vielen Dank. Oder so Sachen. Und das passt erstaunlich gut für dich. Ich verwende das aber grundsätzlich nicht. Ja. Das halte ich für unhöflich. Ja, aber es ist effizient. Aus hygienischen Gründen verwende ich das nicht. Ein wichtiges Kriterium neben der Mustererkennung ist die Wahrscheinlichkeit bei ChatGPT. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist es wahrscheinlich, was als nächstes kommt oder was zusammengehört. Das spielt eine ganz große Rolle. Ja, genau. Ich mache mir nur Gedanken, wenn man das Ganze ein bisschen hochrechnet, man muss sich eigentlich nur die Steilheit angucken, des letzten halben Jahres, wie dieses Thema hochgegangen ist. Ich bin sicher, dass große Teile meiner Arbeit, die ich in den letzten 40 Jahren gemacht habe, irgendwann mit einem Klacks erstellt werden können. Das heißt, die Arbeit war im Prinzip umsonst. Da kriege ich im Moment meine größten Bauchschmerzen. Man hätte sich vielleicht mit anderen Themen auseinandersetzen müssen. Also ich bin sicher, wenn wir 10 Jahre draufrechnen, dann werden wir noch ganz, ganz andere Möglichkeiten haben. Und auch das Prompten. Wir werden Tools, Maschinen erleben, die uns das Prompten erleichtern und auch die Plugins automatisch einbinden. Das heißt, wir kommen auf ganz andere Ebene. Und das wird relativ schnell passieren.
Weil genau das ist ja, ich sag mal, unser heutiges Problem noch. Wer zum ersten Mal sich damit auseinandersetzt, der wird feststellen, der Dumme sitzt davor. Der weiß gar nicht, wie er richtig fragen soll. Da wird es aber Hilfsmittel geben, die das erleichtern. Das sind natürlich wichtige Fragen. Also das ist natürlich eine Gefahr, dass diejenigen, die eh schon bessere Karten haben, sage ich mal, solche Werkzeuge nutzen werden, um noch viel effizienter und besser zu sein. Leute, die damit nicht so gut umgehen können, werden weiter ins Hintertreffen kommen. Leute, die Böses im Sinn haben, werden das auch nutzen können und noch viel cleverer Böses bewirken können. Das wird auch ein Problem sein. Es wird alles viel schneller gehen. Die Frage ist, ob das diese Geschwindigkeit, diese Effizienzsteigerung für uns Menschen überhaupt noch... Einfach auch ein bisschen beobachtet im letzten halben Jahr, weil ich es auch relativ früh im November dann mitgekriegt hatte und habe dann im Bekanntenkreis und überall erzählt, Meldungen, das war schon hochinteressant. Mhm. Die meisten Antworten waren, das ist ja strohdoof, was da rauskommt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich nicht richtig prompte. Ja, dass man das nicht erkannt hat, richtig zu prompten und auch weiter zu verfeinern, sondern da wurde dann einfach etwas ausprobiert und die erste Antwort ist dann eben schlecht. Mhm. Ja. Muss ich da ein bisschen einfühlen, wie man Gespräche da führen kann? Und im Prinzip, also ich habe auch schon über richtig philosophische Themen, Dialoge, Diskurse angefangen. Das kann ganz schön gut werden. Die Maschine ist wirklich gut informiert. Also ich habe, weiß nicht, ob das jemand kennt, den Film von Fassbender, Welt am Draht. Das heißt, wir leben in einer Simulation, ist so eine Science-Fiction-Idee. Wir sind gar nicht selber real. Unsere Welt ist eine Simulation. Unsere Simulation ist wieder in einer anderen Simulation. Das heißt, die Frage, was ist Realität? Ja, darüber kann man mit ChatGPT reden. Die kennt den Film, die kennt die Ideen dahinter, die kennt Befürworter, die weiß, was da Hypothese ist. Ich habe dann auch gefragt, kann man das irgendwie beweisen? Da sagt sie, nee, es ist auch gar keine Theorie, wo man irgendwas ableiten könnte und Experimente machen könnte. Es ist nur eine Hypothese. Das heißt, sie weiß sehr genau abzuschätzen, wie so ein philosophisches Thema, was ist Realität überhaupt, ist. Und da kann man auf höchstem Niveau diskutieren, wenn man sich ein bisschen reinfühlt und die richtigen Fragen stellt und dann richtig das fortspinnt. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wir versteifen uns im Moment, weil es uns zur Verfügung steht, auf dieses ChatGPT, was eben, ich sag mal, für ganz andere Zwecke geboren wurde. Also wenn man das jetzt für die Genealogie mal betrachtet. Wir brauchen ja eigentlich noch etwas anderes, ich sag mal, was faktenbasiert ist. Wir haben versucht, ich sag mal, das Halluzinieren auszuschalten geht wohl nicht, aber zu unterdrücken oder einzugrenzen, einzuengen. Und ich frage mich, ob es relativ schnell auch faktenbasierte Systeme geben wird, die vom Ansatz her genau das eben, ich sag mal, so eine Art Wikipedia, da ist ja auch nicht alles richtig, aber dass man, ich sag mal, auf harte Quellen zurückgreift und die Quellen auch sauber benennt. Ja. Ich habe das jetzt in Microsoft ausprobiert. Der benennt ja teilweise Quellen. Mhm. Ich muss aber dann sehr umfangreich prüfen, sind das halluzinierte Quellen, hat er sich die ausgedacht, wie Sie eben auch schon sagten, oder gibt es die wirklich? Das heißt, im Moment muss man ganz schwer aufpassen, was passiert da wirklich, weil das, was wir wollen, ChatGPT vom Grundsatz her gar nicht kann. Ja. Das wissenschaftsbasierte Arbeiten kann das nicht. Ne? Doch, inzwischen, ich hatte es kurz erwähnt, es gibt Wolfram Alpha, das ist genauso eine künstliche Intelligenz, die faktenbasiert ist. Die arbeitet anders. Die arbeitet ganz anders. Ja. Die kann man aber einklinken in ChatGPT und ChatGPT greift bei solchen Fragen dann auch darauf automatisch zurück. Also wenn ich da frage nach irgendwelchen biologischen Molekülen oder sowas oder nach irgendwelchen mathematischen Theorien, dann kriege ich fachlich fundierte, hervorragende Antworten, die wirklich stimmen.
Ein anderer Ansatz ist, ich kann ChatGPT 2-3 Mal das Gleiche fragen. Wenn ich 2-3 Mal dann Verschiedenes rauskriege, dann weiß ich schon, sie hat wohl halluziniert. Man kann auch verschiedene künstliche Intelligenzen dieselbe Frage stellen. Das haben gerade Wissenschaftler am MIT gezeigt, haben dann praktisch dieselbe Frage an 3-4 künstliche Intelligenzen gegeben, haben eine künstliche Intelligenz beauftragt, die Antworten, die von den anderen kommen, zu vergleichen, auf Übereinstimmung zu prüfen. Wenn sie alle einig waren, dann haben sie gesagt, dann stimmt's wohl. Wenn da irgendeine künstliche Intelligenz was anderes geantwortet haben, hat man diese künstlichen Intelligenzen miteinander reden lassen. Das geht natürlich auch. Ich kann über Programmierschnittstellen auch künstliche Intelligenzen miteinander vernetzen. Dann haben die das ausdiskutiert, bis sie zu einer Einigung gekommen sind und haben das dann als Ergebnis verkauft. Oder sie sind zu keiner Einigung gekommen und haben dann gesagt, wir wissen es nicht. Das kann man machen. Das wird auch sicherlich kommen. Und dann kriegt man deutlich höhere richtige Antworten als vorher. Wenn 4 künstliche Intelligenzen zur selben Meinung kommen, dann hat es eben ein anderes Gewicht. Ich denke da jetzt immer, ich sag mal, in Richtung Genealogie. In dem Moment, wo bei den Heiraten keine Eltern angegeben sind, und das findet man in manchen Regionen eben sehr, sehr früh, hat man ja nur die Möglichkeit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die Eltern zu finden über Paten und andere Dinge oder andere Urkunden. Aber das muss ja auch nicht immer stimmen. Und da sind auch häufig Fehler. Ja, so. Und deshalb dieses Prinzip der höchsten Wahrscheinlichkeit, was ChatGPT wiederum sehr gut beherrscht. Das ist wieder ein Grundprinzip, was in bestimmten Teilen auch uns hilft. Mhm. Ja, so, solange man das als Vorschlag betrachtet. Ja, das ist der Punkt. Aber die Menschen sind nicht immer besser. Die Menschen machen auch Fehler und halluzinieren auch. Ja. Wenn ich dazu gerade noch was sagen darf, ich glaube, das ist auch so eine Chance, wo man mit ChatGPT nochmal mehr Feinarbeit an den Stammbäumen machen kann, als es die Genealogieprogramme schon können, wo man sagt, prüf mal, ob du Unplausibilitäten findest, ja, Geschwisterabstände ja. Oder sonstige Sachen, die nicht sein können. Und da, glaube ich, kann es sehr nützlich sein. Aber ich möchte eben der Aussage nochmal widersprechen, die da gerade kam, dass das, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben, vielleicht einfach für die Katz ist, weil es die künstliche Intelligenz viel besser kann. Das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass das, was die menschliche Intelligenz als Grundlage geschaffen hat, wenn die konsequent in der künstlichen Intelligenz faktenbasiert weiterverarbeitet wird, dann haben wir eine tolle Chance, dass einiges Gutes dazukommt. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann dahin kommen, dass eine künstliche Intelligenz, eine Aussage, die aus einer künstlichen Intelligenz stammt, grundsätzlich nicht glaubt und sie nicht als Faktum voraussetzt. Also, dass eine künstliche Intelligenz sagt, nee, das ist von ChatGPT geschrieben, gilt mir grundsätzlich nicht als glaubwürdig. Wenn ich nicht zurückkomme auf die Daten, wo die herkommen, dann sollte es weggelassen werden. Ja, das sollte für uns Menschen natürlich auch genauso gelten. Also wir mit unserer natürlichen Intelligenz sollten auch immer hinterfragen, ist das tatsächlich richtig? Gibt es Belege dafür, die plausibel und stichhaltig sind? Also das ist schon, wir sind es gewohnt eigentlich, im Moment Computern zu vertrauen oder irgend sowas, was aus dem Computer rauskommt. Das haben wir irgendwie gelernt, dass das meistens stimmt. Ja. Aber das ist jetzt ein Bruch, jetzt kommt eine andere Zeit und wir müssen deutlich mehr kritisch gegenüber maschinellen Äußerungen sein, als wir das bisher waren. Ne?